Steinwurf im Glashaus. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Steinwurf im Glashaus, der 7. Episode mittlerweile. Mir gegenüber sitzt einmal mehr der verehrte Herr Mirko. Mirko, ja. Was haben wir gesagt? Du hattest auch keine Ahnung, wurde mir gesagt. Ich habe auch keine Ahnung. Ich bin da gekommen. Ich lasse das. Herr Pauk. Mein Name kann künstlerisch gerne so interpretiert werden, wie das den Leuten beliebt. Das finde ich super. Kunst ist das Stichwort des Tages. Genau, dein Vorname lässt nicht so viel Interpretation offen. Du heißt Johannes. Aber mit Bindestrich, das ist sehr wichtig. Deswegen sagen manche Hannes, manche Jo, manche Joe, manche Johannes, manche Johannes. Das finde ich übrigens ganz, ganz spannend. Das ist eine der wenigen Male, dass ich auf dem Podcast angesprochen wurde, und zwar auf deinen Namen. Ob das jetzt so ein Künstlerding ist, dass du Jo minus Hannes geschrieben wirst, oder ob das real ist. Die Künstlerin war meine Mutter. Ja, tatsächlich. Das war in etwa so meine Antwort. Also ein für alle Mal, ja, den schreibt man wirklich Jo minus Hannes. Das ist kein Joke. Und das ist trotzdem Kunst. Ist halt mal was anderes, ne? Es ist mal was anderes. Ich finde es eigentlich ganz cool. Wir haben heute eine fantastische Episode mit einem vollgepackten Programm für euch bereitgestellt, nämlich mit einer Top-Liste. Oh, ich bin so stolz auf dich. Ich habe tatsächlich auch gerade dran gedacht, und das ist der Hammer. Wir haben tatsächlich nach Folge 7 endlich mal das eingehalten, was wir seit Folge 1 predigen, dass wir vorher sagen, was die Top-Liste ist und nicht danach. Ist das schön. Also was haben wir? Wir haben Trailer-Analysen, wir haben Neuauflagen von Filmen, die es schon lange nicht mehr gab, jetzt wiedergeben wird oder in neuer Form geben wird. Und wir haben die Top-Liste mit den 5 aus unserer Sicht nostalgisch wertvollsten Spielen unserer Kindheit. Genau, also die Top 5 Kindheitsspiele ist absolut, also da geht es wirklich nicht vorrangig um Qualität, sondern wirklich mehr um den Nostalgiefaktor und was sind so Spiele, die einen in der Grundschulzeit oder halt als Kind sehr geprägt haben. Und da geht es natürlich auch darum, Emotionen zu vermitteln, euch vielleicht selber zurück in diese Zeit zu versetzen, in der Spiele noch was Besonderes waren, dass ihr das spürt. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass zumindest bei meiner Top-Liste, wenn ihr in unserem Alter ungefähr seid, da wird es sicherlich einige Überschneidungen geben. Und sowas wollte ich auch sagen. Platz 3 wird euch überraschen. Oh. Bist du sicher, dass du nicht bei BuzzFeed als Journalist arbeitest? Habe ich auch mal überlegt. Echt? Dann fiel mir ein, ich habe keine. Es gibt Vice, es gibt BuzzFeed. Ist das alles dasselbe? Gehört das demselben? Nee, das gehört, glaube ich, nicht demselben. Das Ding ist nur, dass die tatsächlich ja auch eine Sparte haben, die wirklich ernstzunehmenden Journalismus betreibt. Oh, das wusste ich nicht. Wissen viele nicht, aber Vice macht tatsächlich gute Reportagen. Und BuzzFeed auch. Ob die das in Deutschland machen, weiß ich tatsächlich gar nicht. Also Vice auf jeden Fall. BuzzFeed macht auf jeden Fall in den USA auch sporadisch mal wirklich gute journalistische Arbeit. Guck mal, apropos gute journalistische Arbeit. Ich wollte einfach nur auf mich selber verweisen. Achso, das ist schön. Ja, ich hatte keine so ein bisschen, ich stelle mir das gerade vor wie ein Wikipedia-Eintrag, wo der Name ein Hyperlink ist, der auf den Wikipedia-Eintrag wieder zurückverweist. Ja, nee, das war's. Schön. Mehr wollte ich nicht dazu sagen. Ist schön. Ich habe lustigerweise vor 2 Tagen, nee Quatsch, vor einem Tag, vor etwas weniger, nee etwas mehr als 24 Stunden, habe ich dir noch eine WhatsApp geschrieben und habe gesagt, ich habe ein bisschen Angst, ich habe kaum Themen für diese Folge. Und irgendwas ist innerhalb dieser 24 Stunden passiert, dass mir so viele News und so viele Themen vorbeigelaufen sind, dass ich habe noch nie so viel auf der Agenda gehabt wie für diese Folge. Das ist echt schlimm. Ich fange mal mit dem Uninteressantesten an, damit wir uns da so ein bisschen voranarbeiten können. Netflix hat The OA beendet nach der 2. Staffel. OA? The OA. The OA. Ist so eine. Ich habe da nur sporadisch mal reingeschaut. Meine Freundin hat die 1. Staffel geschaut. Ich kannte auch, glaube ich, gar keinen der Schauspieler, außer die ältere Dame, die da mitspielt. Das ist Phyllis aus The Office. Jetzt fragt mich bloß nicht nach dem richtigen Namen. Ja, gab 2 Staffeln. Reicht dann auch. Reicht Deckel dann auch. Drauf. Ja, also ich fand's, ich hab's jetzt auch nicht von Anfang bis Ende wirklich geguckt, aber es gab schon die ein oder andere sehr strange, das ein oder andere sehr strange Happening in den Folgen, das dann doch eher abschreckend auf mich wirkte. Ganz komisch. Naja, das war's dann mal wieder komplett. Ja, moin. Mit BOA. Achso.
Ich habe mich da jetzt nur angeschlossen. Ich war auf YouTube viel unterwegs, habe da ein paar Videos geschaut. Ich bin, welcher? Es gibt so einen. Ich bin manchmal so in den Abgründen da, weißt du, und wühle mich da so durch und gucke, was es gibt. Ja, Es gibt so das kenne einen, ich. ich habe jetzt seinen Namen wieder vergessen, Justin oder so heißt der. Sieht ganz komisch aus, hat so einen kahlrasierten Kopf und der kauft alles iced out, also mit Brillanten oder Diamanten besetzt. Und das ist so sein Markenzeichen. Der kauft Uhren iced out und Armbänder iced out. Und das ist so der Running Gag, dass er sehr viel Geld für iced out Sachen ausgibt. Das war's. Also ich dachte, da kommt jetzt noch was. Nee, dann kauft er halt so Fashion-Sachen und ja. Und das ist dann ein Video. Der stellt die dann vor, genau. Ah, gut. Es gibt für alles eine Nische. Auch für uns. Hier. Hoffentlich auch für uns, Ho ja. hoffentlich. Das ist schon strange. Es gibt noch viel strangeren Kram auf YouTube, deswegen warum soll das nicht seine Daseinsberechtigung haben? Ich habe jetzt bei Bibis Beauty Palace auch gesehen, die machen sehr viele Challenges in der Richtung. Also ich gebe so viel, so und so viel Geld aus dafür oder ich muss alles kaufen, was mein Freund mir befiehlt oder so. Irgendwie Ist so ein natürlich ist so Kram. richtig krasse Challenge. So. Und darunter gab es einige Kommentare, die das kritisiert haben. Das fand ich Nein. beeindruckend. Da gab es so einige, die gesagt haben, ist schon sehr konsummäßig jetzt hier. Finde ich schwierig, liebe Bibi. Und deshalb, das fand ich überraschend, weil normalerweise sind die Kommentare, wenn ich da irgendwie mal so ein Video gucke, durchweg immer, hab dich super doll lieb, du bist die coolste, du bist die größte. Aber das wundert mich sowieso schon sehr. Warum guckst du sowas? Also, ich stolper jetzt auch nicht mal eben so über ein Bibi-Video. Also erstmal wird das mir öfter vorgeschlagen wegen Trends und so. Die schafft es doch hin und wieder in die Trends. Ja, aber ich meine, also, Ich finde das es ist natürlich schon der interessant. erste Fehler, wenn du dir die Trends anguckst und sie nutzt. Ja, aber der Pate hat, glaube ich, schon gesagt, kenne deine Feinde. Nee, doch, keep your enemies closer. War das der Pate? Ich glaube. Weiß ich nicht, ich kenne das nur von Green Day, Know Your Enemy. Das war auch gut. Das war das einzige Lied, glaube ich, was ich jemals von Green Day mochte. Aber das ist eine andere Oh, da Geschichte. gibt es aber einige schöne. Zurück wollte ich darauf, kenne deine Feinde. Nee, ich finde es interessant, die sozusagen die ganze Branche abzudecken mit dem, was ich weiß. Also mir hin und wieder mal alles anzuschauen, damit ich halt ansatzweise weiß, was irgendwie im Internet so abgeht. Und ich finde es immer blöd, selbst wenn ich selber hin und wieder mache, zu sagen, so ja, finde ich kacke, aber ich habe da nie reingeschaut, aber irgendwie finde ich das doof. Ja gut, aber hast du vor 5 Jahren ein Video von ihr gesehen, dann kennst du das, was sie jetzt letzte Woche gemacht hat, höchstwahrscheinlich auch, zumindest in den groben relevanten Zügen. Und für Aber die ganz großen Ausfälle gibt es immer noch den Wochenrückblick von Ultralativ. nicht mehr, die haben auch wieder eingestellt Das jetzt. stimmt, er kam jetzt nicht mehr. Ja, aber ich fange bald an, den Lästerschwester-Podcast von David Hein und Robin Blase zu hören und dann reicht das auch. Dann hast du mehr als genug. Ist das dann dasselbe wie Brain Pain von Haider und Klängern? Das weiß ich nicht, das gucke ich nicht. Das ist auch ein Höre ich nicht. Podcast, ja. Genau. Das habe ich gesehen, weil auf den ganzen Neueinsteiger-Podcasts, wo ich immer gucke, ob wir irgendwo auf Platz 200 rumkrebsen, stehen die auf 1. Hey, wir waren wochenlang auf Platz 2 und dann auf Platz 11, glaube ich, oder Ja, 12. von Podcast.de, das stimmt. Ja. Bis Brainpain kam und uns Gut, die in haben natürlich den auch Berg geschickt tausende hat. Abonnenten, die sie mitbringen. Ja, ist schwierig Das dann finde ich zu immer ein ändern. bisschen mies. Es springen ja jetzt nicht nur Privatleute auf den Podcast-Zug auf, sondern halt auch viele, die entweder schon eine große Fanbase-Community mitbringen oder halt einfach der NDR oder so, die einmal kurz in der Folge was, in der Werbung was erwähnen und dann buttern die halt alles zu mit ihren Views und wir armen kleinen Bürger, die für unser Podcast, für unsere Podcast-Reichweite wirklich noch arbeiten müssen, wir müssen wirklich noch 8 Stunden am Fließband stehen und hier die Views in die Höhe schrauben. Wir werden dann natürlich von den großen Kapitalisten untergebuttert. Also Ich ich hatte prangere zwei das Tage an. frei, ich habe eigentlich fast gar nichts gemacht. Ich prangere das an. Okay, das ist wie bei Ritter der Kokosnuss mit den linken Bürgern, die da im Matsch liegen und den König verhöhnen. Das war, ja, das hast du schon Oh, mal ich glaube, ich angesprochen. habe das schon mal angesprochen. Letzte Hilfe, Folge, glaube Hilfe, ich ich. werde unterdrückt. Es ist fantastisch. Ich habe eine neue News. Noch eine News von Netflix. Und zwar kommt Mitte August der Film It's Kind of a Funny Story zurück. Der war schon Zurück? mal, ja, der war schon mal Krass. eine gewisse Zeit da. Ich habe ihn mir da auf die Liste gepackt, aber das Ding ist, der ist mit Zach Galifianakis. Super witziger Typ. In Birdman war er wirklich, wirklich gut. Birdman, der beste Film aller Zeiten. Er hat auch Between Two Ferns gemacht und ist den meisten natürlich bekannt als, ich glaube, oh Gott, wie hieß er da?
Stu? Nee, nicht Stu. Auf jeden Fall als der dicke, bärtige Typ aus Hangover. Der kann deutlich mehr, aber das ist trotzdem, finde ich trotzdem auch gute Filme. Ich weiß, da würdest du ein Veto einlegen. Ist aber tatsächlich eher ein trauriger Film als ein Comedy-Film. Zumindest, wenn man sich so das Thema anschaut und das Ganze drumherum. Ich muss den unbedingt noch gucken und ich freue mich sehr, dass der Mitte August dann wieder auf Netflix. Welches Genre? Welche? Ich weiß es nicht. Ich glaube Dramedy oder sowas. Aber eher Drama. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Gut, du hast mich jetzt aber noch nicht gehuckt mit dieser Beschreibung. Es geht wohl um... Oh, ich habe mich vor x Jahren damit mal beschäftigt und habe ihn dann zufällig auf Netflix gefunden und ich kann dir nicht viel mehr dazu sagen. Außer, dass er wohl relativ traurig sein soll, aber auch ein paar Comedy-Bits drin sind. Ich weiß, dass es um Depressionen gehen soll von einem Kind und der auch irgendwie irgendwo behandelt wird, aber mehr weiß ich nicht. Depression ist ein gutes Stichwort. Es gibt, wenn du Depression, wenn du darauf stehst, in Film, was? Also, ja. Dann gibt es einen wenn wirklich du guten per se Film auf für dich. Depression Kennst stehst. Du Manchester by the Sea? Vom Namen her, ja. Ah, schade. Also, wenn du auf sowas stehst, Junge, Junge, dann ist der Film was für dich. Ist jetzt auch schon 2 Jahre alt, glaube ich, aber ist mit Casey Affleck einem der unterbewertesten Schauspieler, die es gibt, würde ich sagen. Und du fühlst dich einfach beim Film und nach dem Film unglaublich schlecht. Ja, gut, und er ist richtig gut. Und es ist kein Adam Sandler, meine ich. Also, es ist wirklich ein guter Film, aber das, was da drin passiert, wie die Leute spielen, es ist pure Traurigkeit. Was ist da der grobe Handlungsrahmen? Es geht um ein Dorf, Manchester by the Sea. Ich glaube, in den USA ist das. Und ja, so ein Dorf an der Küste ist eh schon wirklich relativ traurig und melancholisch alles. Und ich glaube, von dem Protagonisten sterben dann die Kinder. Er ist jetzt schon tief in die Spoilerkiste gegriffen. Also jetzt Spoiler für die nächsten 20 Sekunden. Er brennt sein eigenes Haus ab, weil er betrunken ist, wo seine Kinder noch drin sind. Wow. Und auf der Polizeiwache realisiert er das dann halbwegs und will sich dann erschießen und wird dann irgendwie und das gern so weiter. Und er muss halt damit leben und alle um ihn herum sind auch traurig und alle wollen weitermachen, aber keiner kann weitermachen und das ist Junge, Junge, Junge. Das klingt nach hartem Tobak, auf und jeden Fall. Casey Affleck spielt es gut und ist schon, sollte man sich nicht geben, wenn man ein bisschen porös ist, glaube ich. Ja. Ich habe noch eine News. Ja, noch und es geht wieder um Streaming. The Boys auf Amazon Prime ist so eine Art Noir-Superhelden-Serie. Wie Watchmen? Nee. Watchmen ist stark Film-Noir-Superhelden. Ja, aber es ist nicht Watchmen. Es geht auch nicht in die Richtung Watchmen. Das ist halt schon eher so, was wäre, wenn Superhelden halt nicht nur diese glattgeleckten Captain America wie Watchmen sind, sondern... Das ist exakt das halt, Thema von Watchmen. Wenn es halt einfach Arschlöcher wären. Richtige Arschlöcher. So nach dem Motto, ja gut, ich habe halt jetzt einen gerettet, aber leider nicht aufgepasst. 3 währenddessen irgendwie einfach totgerannt. So, du hast dann so eine Art Flash-Verschnitt beispielsweise und der läuft halt durch die Straße, läuft einen um und der ist halt einfach tot. Und dann stehen alle Leute drumherum und denken sich so, ja, toll, du Arschgeige. Die ist schon angelaufen, die Serie. Und klingt tatsächlich spannend, obwohl es eine Superhelden-Serie ist. Ich wollte gerade sagen, du bringst hier Superhelden mit rein. Ja, das hat mich auch sehr gewundert, aber das ist mir jetzt ein, zweimal über den Weg gelaufen im Internet. Und ich habe mir bei Badabinch, ein Format von Rocket Beans, habe ich mir die Meinung von Daniel Schröckert nochmal angehört dazu. Und der ist auch sehr überzeugt davon. Das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen. Ich habe wirklich noch nichts Schlechtes bisher von der Serie gehört. Eine meiner Lieblingsbands hat einen Soundtrack dazu gemacht, Slipknot. Da habe ich dann auch nochmal ein paar Ausschnitte des Trailers gesehen. Ich glaube, ich werde mir das angucken. Ich habe auch drüber nachgedacht. Ich habe 3-4 Mal Ausschnitte Werbung dafür im Prinzip gesehen, nur ganz kurz. Und also selbst ich war gespannt. So ja, ein bisschen. Also Superhelden hin oder her, aber das ist ja immer das, was ich eigentlich an Superhelden kritisiere, ist, dass es immer irgendwie more of the same ist.
so grob vielleicht mal ein bisschen ein paar Charaktere durcheinander gewirbelt, aber grundsätzlich ist es Schema F. Ja, aber und das ist ja eine drei, vier Ausnahmen. Also Watchmen, ja, Logan. Ja, natürlich gibt es immer ein paar Ausnahmen, aber bei der Hülle und Fülle an Superheldenfilmen und auch an verschiedenen Superheldencharakteren eigentlich, ist doch trotzdem ganz oft, dass sich das sehr überschneidet. Mit, ne, anfangs tolles Leben, dann Tragödie, dann Down, dann Kampf gegen den Bösen, hey, ich bin der Held, zweiter Teil, Repeat. Und das ist halt mal eine komplett andere Herangehensweise an so eine Geschichte. Mit, soweit ich weiß, nagelt mich nicht drauf fest, aber soweit ich weiß, auch keinen wirklich bekannten Helden. Ich weiß, dass es eine Comicvorlage gibt, auf der das basiert. Und soweit ich weiß, spielt auch, wie heißt er, Simon Pegg damit. Und auch deswegen sollte man sich das vielleicht angucken. Also dem gebe ich eine Chance, das will ich mir mal anschauen. Die erste Folge gehe ich mit. Also vielleicht auch mehr, aber ich gucke mir, glaube ich, die erste Folge dann auf jeden Fall an. Ist auf Netflix, oder? Das habe ich auch. Ist Amazon Prime. Dann muss ich ein paar Vorkehrungen noch treffen, vielleicht danach. Ah, okay. Ja, eine weitere News aus dem Hause Serien. Das hättest du auch alles bisher zusammenfassen können. Tatsächlich ja, aber es sind größere News schon. Oh, also größere News. Ne? Während gerade die 11. und letzte Staffel von Modern Family gedreht wird, gibt es das Gerücht, dass es zu dem Charakter Hayley Dunphy einen Ableger geben soll. Oh je. Ja, das dachte ich mir nämlich auch. Ich weiß immer nicht, also ich kann mich jetzt tatsächlich nicht wirklich dran erinnern, dass es irgendwann mal einen erfolgreichen Ableger von einer Comedy-Serie gab, die sich auf einen Charakter spezialisiert hat. Friends hat es damals versucht mit Joey, was ja ordentlich nach hinten losgegangen ist. Gab es irgendwas Erfolgreiches in die Richtung mal? War Scrubs nicht auch am Ende ein Spin-Off? Ja, die 9. Staffel. Das war auch so eine Art Spin-Off, wo ein paar Hauptcharaktere... Das hieß aber auch ein bisschen anders, oder? Ja, es war nicht mehr Scrubs die Anfänger, sondern, oh Gott, Scrubs Medical Interns oder so. Ja, ich irgendwie weiß es so, nicht genau. Ne? Ja. Also das war auf jeden Fall auch ziemlich Gurze. Oh, ja. Ey, das war auch... War da nicht auch James Franco dabei? Nee, sein Bruder, Dave Franco. Dave? Und der war fast noch das Beste daran, fand ich. Ich fand seinen Charakter ziemlich kacke. Das Beste daran waren die alten Charaktere. Das Beste daran war die eine Szene mit dem Hausmeister. Alle Szenen mit dem Hausmeister sind das Beste. Deswegen ja, aber da gab es auch noch eine. Übrigens auch Serienempfehlung The Middle, wo Neil Flynn auch mitspielt. Aber auch diese eine Szene... Fragt er nach JD und Turk sagt, JD ist weg und er schmeißt seinen Mob hin und verschwindet und wird nie wieder gesehen. Stimmt. Ach, das ist auch, oh Mann, diese Serie ist so unfassbar gut. Das sind so 5 Sekunden, aber die machen es eigentlich schon. Ich meine, man muss auch sagen, dass, ich glaube, wäre das eine Standalone-Serie, wäre die gar nicht so Grütze. Aber die muss halt mit diesen 8 Staffeln Original-Scrubs konkurrieren und da hast du halt einfach verloren, wenn du nicht wirklich, wirklich, wirklich fucking gut bist. Du kannst im Grunde nicht damit konkurrieren. Nein. Also wenn sie in der 9. Staffel mit den Hauptcharakteren weitererzählt hätten, kann ich mir immer noch vorstellen, dass sie das gut gemacht hätten. Aber selbst die hätte Schwierigkeiten gehabt, mit den anderen Staffeln zu konkurrieren. Ja, aber ich meine, sie haben es ja mit Staffeln 7 und 8 auch schon geschafft. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie es dann auch weiterhin geschafft hätten. Die Charaktere wirken einfach. Immer. Ja. Und ja. Es hat einfach zu viel gefehlt. Du hast Zach Braff nicht mehr gehabt. Du hast... Bob Kelso, glaube ich, kaum noch gehabt. Turk war, glaube ich, noch. Turk hin und wieder, ja. Aber die haben sich halt auf diese neue Generation fokussiert mit dem schüchternen Mädchen und Dave Franco und... Das schüchterne Mädchen, was ja, glaube ich, quasi so ein bisschen der JD-Ersatz war, ja, die fand ich auch ganz... Die fand ich auch gar nicht schlecht als Hauptcharakter. Ist halt kein JD. Wie willst du JD ersetzen? Ich bitte dich. Das ist halt eigentlich eine Monsteraufgabe. Wenn ich ihn nicht ersetzen kann, dann versuche ich auch nicht, ihn zu ersetzen. Eben. Das mit den Tagträumen, sie war halt wirklich ein JD-Abklatsch, aber ihr fehlte viel von dem Humor, von dem Timing, von dem Witz und von dieser unbeschwerten Naivität. Und das Problem ist, um jetzt mal auf Modern Family zurückzukommen, Modern Family lebt eigentlich davon, dass es nicht von einem einzigen Charakter lebt. Also du hast halt eigentlich 3 verschiedene Familien oder 3 verschiedene Häuser, die alle zu einer Familie gehören. Das sind halt unterschiedliche Generationen beispielsweise. Oder du hast den einen etwas älteren, der eine sehr junge Frau geheiratet hat, der dann wieder einen Sohn bekommen hat
Dann hast du ein schwules Pärchen, wo der eine halt der Sohn von dem Alten ist und seine Tochter hat dann die andere Familie mit 3 Kindern und einem bisschen paddeligen Mann. Davon lebt das eigentlich, dass du halt eigentlich fast immer 3 verschiedene Handlungsstränge in einer Folge hast. Manchmal überschneiden die sich auch, oder? Ne? Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sie mit Haley, das ist die von der dritten Familie, die ich aufgezählt habe, ist das die älteste Tochter. Mhm. Das ist die, wo sie einen Ableger machen wollen. Weiß ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das trägt. Ja, aber es wird vermutlich am Anfang so viele Fans von Modern Family rüberziehen, dass zumindest die erste Staffel finanziert werden kann. Ich würde sie mir auch angucken. Einfach ja. Nur, wenn sie, sei es ein bisschen schlechter wird als Modern Family, denn es ist immer noch eine sehr, sehr gute Serie. Und dann hat sie vollkommen auch eine Daseinsberechtigung. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass sie das in Sand setzen und dann an dem Podest kratzen, an dem Modern Family steht. Aber letztendlich, ich verliere nichts dadurch. Also sollen das lieber ausprobieren und schlimm fände ich es jetzt nicht, muss ich ehrlich sagen. Nö. Ich würde es mir angucken. Aber auf der anderen Seite, man könnte sich natürlich auch irgendwas Neues ausdenken. Stattdessen. Ja, aber es ist ja auch alles noch nicht in trockenen Tüchern. Noch steht es nicht 100%ig fest. Nächste News. Ist das wieder über Serien? Wir haben heute sehr viel Serienkram. Ja, weil ich habe zu viele... Auf. Darf ich kurz was sagen? Ja, okay. Oh, cool. Ich habe was gelesen über eine 7-jährige YouTuberin, die sich ein Haus... Nee, 6 Jahre ist sie alt. Und die hat sich wiederum ein Haus für 7 Millionen Euro oder Dollar gekauft. Jetzt du. Das ist halt einfach jetzt wirklich meinen kompletten Lebenswillen kaputt gemacht. Das glaube ich. Also die ist 6 und die testet so Spielzeuge und so. Ich glaube, Chinesin, ja. Chinesin. Ich lege mich fest. Ich weiß es nicht mehr. Ich will auch ihren Namen jetzt gar nicht sagen, aber die ist 6 Jahre. Ich schätze mal, ihre Eltern haben das dann gemacht. Und die hat jetzt halt eine riesige Villa für 7 Millionen Euro. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das wollte ich mal so droppen. Das ist halt auch so lächerlich. Die ist 6. Ja gut. Ja. Jetzt du mit deiner News. Ich wollte die Stimmung mal wieder so ein bisschen runterziehen. Das hat geklappt. Ja. Bei mir zumindest. Nee. Ehrlich. Ja. November 2019. Rick and Morty Staffel 4. Und ich bin raus. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Du kannst doch nicht immer ständig Sachen haten, obwohl du sie nicht mal geguckt hast. Du hast doch gar keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich mag aber keine Serien. Und ich weiß nicht, Rick and Morty ist so ein Hype-Ding, keine Ahnung. Das ist halt, das ist ein Hype-Ding, aber das hat den Hype auch irgendwo verdient. Ist halt mal... Ja, aber manchmal bin ich einfach zu faul auch, um auf Züge aufzuspringen. Dann lasse ich sie einfach durchfahren. Und ich springe ja auch nicht auf den Hype auf. Ich finde es halt einfach gut. Mir geht die Fanbase trotzdem auf den Sack. Ich finde es auch nicht schlimm, auf den Hype aufzuspringen. So. Das ist ja eine normale Sache, sonst kannst du ja schwierig auf Dinge aufsteigen. So. Aber das geht mir alles zu schnell. Hin und wieder nehme ich mir mal eine Serie, aber Serien. Das Ganze, und dann musst du gleich die nächste, und wenn du mit der durch bist, musst du, ich rede jetzt nicht von dir, musst du auf Instagram gleich das nächste posten, weil du jetzt plötzlich großer Stranger Things Fan bist und dann musst du am nächsten Tag gleich wieder posten. Oh, habe ich durchgebinged, jetzt bin ich großer das und das Fan und heute, boah, und ich kann es kaum erwarten, bis diese Serie kommt und diese Staffel und jetzt mag ich halt, komm. Ja, Leute, die dann anfangen, auf einmal ihre Persönlichkeitszüge nach der gerade gebingeden Serie irgendwie auszurichten, finde ich auch strange, da muss ich dir zustimmen. Ändert aber nichts daran, dass ich das ganz geil finde, dass wir momentan so einen Serienhype haben, weil es so viele verschiedene Serien gibt, die auf unterschiedliche Arten und Weisen wirklich geil sind. Und du hast halt eigentlich fast kontinuierlich, kriegst du irgendwo neue Staffeln oder neue Serien. Und du hast so gut wie nie Leerlauf, dass du halt auch mal durchatmen kannst, das Ganze reflektieren kannst, das kannst du ja auch eingehen so. Kannst. Du guckst ja nicht den ganzen Tag Serien. Natürlich hast du auch Zeit, um da mal zu reflektieren. Also ich finde, das ist ein ziemliches Nicht-Argument. In der Zeit, in der du einen Film schaust, oder zwei, meinetwegen, in der habe ich eine halbe Staffel geschaut. Halbe Staffel? Wie lange gehen die Folgen denn? Das kommt ja immer drauf an. Also ein Film geht 1,5 Stunden. Wie gesagt, kommt drauf an, was du guckst, ne?
eine Archer halbe Staffel. Oh Gott, jetzt müsste ich Mathe können, aber da hast du ungefähr innerhalb von zwei Filmen hast du da eine halbe Staffel geschaut. Ich glaube, da kann man aber auch nicht auf einen Nenner kommen mit den Einstellungen. Also das sind ja völlig verschiedene Brüche. Absolut, aber da, ja, das natürlich So. muss man ja auch nicht. Nein, um Gottes Willen. Rick und Dennoch, Morty, fahr fort. das war's. Es Ach war so. nur eine News. Also sie haben gesagt, ich weiß nicht, ich glaube, ein genaues Datum haben sie nicht gesagt, aber November 2019 kommt die vierte Staffel. Wahrscheinlich bei uns in Deutschland erst irgendwann 2020, weil es vorher auf TNT Comedy läuft oder irgend so eine Grütze, die halt kein Schwein hat. Ja gut, muss man halt warten. Wie immer. Ja, aber wie du gesagt hast, es gibt so viel anderen Stoff, den man währenddessen gucken kann. Gibt es de facto, ja. Da muss man jetzt, glaube ich, nicht rumweinen. Ja, in den USA läuft gerade Final Space Staffel 2. Das ist auch sehr schön. Freue ich mich auch drauf. Eine weitere News. Oh je, Mimi. Tatsächlich. Es ist so krass viel passiert in dieser einen Woche. Diesmal geht es wieder um eine Amazon Prime-Serie. Und zwar, Amazon Prime hat das gemacht, was ich mir seit langem wünsche. Sie haben Simon Pegg und Nick Frost wieder zusammengebracht. Nee. Doch. Das war wahrscheinlich ein sarkastisches Ne, und du hast keine Ahnung, wer das ist. Ja, nicht einen der beiden kenne ich. Du wirst dir hoffentlich gleich in den Arsch beißen. Das sind nämlich die Masterminds hinter Shaun of the Dead, Hot Fuzz und The World's End. Die Krass. Cornetto-Trilogie. Nie Und du gesehen. bezeichnest dich als Filmnerd. Nicht Film, würde ich nie sagen. Filmfan. Ich sehe mich auch Filmfan. weder als Kritiker noch als Und Filmnerd. kennst die Cornetto-Trilogie nicht? Shaun of the Dead. Ich habe mal davon gehört, aber es klingt schon nach Zombie-Trash-Horror. Du hast offensichtlich keine Ahnung. Oh, das ist Zombie-Trash-Horror. Ey, Shaun of the Dead? Sorry, aber das Ja, klingt es nach geht Horror. um Zombies und es ist Comedy, aber es ist verdammt gute. Es ist so ein bisschen Zombieland. Oh, dann ist gut. Ja, man kann Es nicht ist immer alles tatsächlich kennen. gut. Also, das ist auch so eine Sache. Ja, aber sonst kriege ich immer einen Einlauf von dir, wenn ich welche Filme nicht kenne. Was war das? Irgendeinen hast du mir immer um die Ohren gehauen, wenn ich den nicht kenne. Ah, oh, es fällt mir gerade nicht ein. Birdman? Ja, ich glaube, das könnte Birdman sein. Nee, Gut. Birdman ist es nicht, weil ich da immer gesagt habe, den will ich noch sehen. Und das Okay. stimmt auch. Ich weiß es gerade nicht. Aber es gab irgendeinen, den hast du mir immer um die Ohren gehauen. Es ist interessant, weil ich mir neulich vorgenommen habe, so als Lebensziel. Man überlegt ja immer, was möchte ich im Leben werden, was möchte ich erreichen. Hauptsächlich Reis und reich, Reis. Ich möchte reich werden. Hauptsächlich reich und meinen faulen Arsch maximale Zeit vor Sofa zu pflanzen. Wow, das ist eine interessante Einstellung. Da würde ich weg von gehen. Ich war jetzt eigentlich mehr so bei so einer metaphorischen Ebene. So. Aber nee, ich habe überlegt, wie cool es wäre. Also du bist ja Serien. Ich bin ja mehr der Filmtyp, du Serientyp so. Und Serien interessieren mich insofern nicht, weil es eh viel zu viele gibt. Aber wenn wir jetzt die Filme nehmen, kommt ja eine begrenzte Zahl raus, die wirklich sehenswert ist, in gewissem Maße. Du kannst natürlich nicht alle sehen, weil es zu viele gibt, aber die meisten kriegen wir hier eh nicht mit. Und wenn du auf dem Level bist, dass du alle bisher gesehen hast, alle guten, und einfach die neuen konsumieren kannst. Ich sag mal, einmal die Woche neuen, einmal einen alten wiederholen. Und das war's, dass du nicht aufholen musst. Ach, den gibt's noch und von dem habe ich noch nie gehört und den Klassiker brauche ich noch. Dieser Stress, alles nachzuholen zu müssen. Und das ist lustigerweise, ich bin eigentlich eher weniger der Serientyp und vielmehr der Videospieltyp. Zum einen bin ich da komplett auf deiner Seite, das sehe ich genauso. Aber dafür musst du wieder meinen ersten Punkt beherzigen. Weil du nur, wenn du reich bist und nicht regelmäßig arbeiten gehen musst, genug Zeit hast, um diesen Punkt jemals zu erreichen. Das ist richtig. Das ist nämlich das ganz große Problem. Aber ich möchte auch, ja gut, es ist dumm zu sagen, ich möchte nicht reich werden, weil es ist schon cooler, reich zu sein als arm. Ich möchte nicht reich werden, um mit meinem Geld zu protzen, sondern einfach den Luxus zu haben, nicht zur Arbeit gehen zu müssen, nicht gezwungen sein zu müssen, rauszugehen, sondern dass ich halt meine Freizeit so gestalten kann, wie ich das möchte. Das wäre, der einzige Grund. Also nicht der einzige Grund, aber das wäre so der Hauptgrund. Möchtest du Projekte gestalten? Projekte gestalten inwiefern? Oh, gut, dass du fragst. Haha. Ich hatte mal die Idee, die sich dann wieder verworfen hat, einen eigenen Kurzfilmwettbewerb zu starten. Okay. Einen regelmäßigen. Leider fehlt dafür die Plattform. Vielleicht irgendwann in 10 Jahren mal oder so. Dass man wirklich Schulen einlädt, speziell junge Leute, weil die erstmal mehr Zeit haben und meistens noch mehr Kreativität, weil die Alten schneller aufgeben in ihrem Alltagsjob.
Wobei, die kann man auch reinbeziehen. Das ist schwierig. Ich glaube, Zeit ist der größere Faktor. Aber dass du sagst, alle von, ab wann kann man halbwegs denken? Ab 12 Jahren, 13 Jahren? Ab wann kann man halbwegs denken? Ab wann kann man so weit denken, Jeder dass man. Zehnjährige, der diesen Podcast hört, der schreibt dir gleich eine Hassmail. Kann er machen. Steinwurf im Glashaus at web.de bitte. Korrekt. Oder per DM an Insta-Dings da. Ja, er hat Ne? das Social Media Game raus. Ich hab's geknackt sogar. Oh ja. Nee, dass man Leute nimmt, die wirklich Bock haben, Schulklassen, die Gruppen bilden, dass die kleine Filme drehen, sowas, weißt du? Ja. Das wäre so mein Traum. Ich will auch gar nicht dann auf der Bühne stehen und irgendwie moderieren oder so ein Scheiß, aber einfach die Leute dazu zu animieren, selber Kunst zu machen. Die Wie so zum ein Beispiel bisschen. viele Serien, Schreiber, Realisateure, die Kunst machen. Hier in Hildesheim? Nee, auf Netflix. Also ja, ich rede jetzt eher von Leuten aus Hildesheim. Ja, nee, das stimmt schon. Also ich finde sowas auch immer ganz cool. Ich hätte auch immer Bock gehabt, sowas zu machen, aber gerade zu der Zeit, so Schule, wo man dafür eigentlich Zeit hat, hat mir einfach das Know-how gefehlt und auch irgendwo der Antrieb. Ich habe es also Kurzfilme habe ich immer probiert, aber ich war nie besonders gut da drin. Es macht Spaß, aber du brauchst echt die Zeit. Das ist unglaublich. Das frisst so viel. Und es frisst auch Kreativität. Das ist ja auch ein Problem. Wir arbeiten ja mehr oder weniger in der Kreativbranche. Ich glaube, ich im Tagjob noch mehr als du vielleicht. Würde ich auch so sagen, ja, kommt immer auf die Projekte an, die Ja. man so hat. Aber wenn du schon Kreativität im Job auslebst, dann ist es nicht einfach, immer Zeit zu finden, außerhalb der Arbeit noch Kreativität einzubinden in den Alltag, ins Leben. Wenn du jetzt einen Job hast, wo du nur am Fließband bist, dann kannst du auch abends noch 3 Stunden malen, schreiben oder so. Aber wenn du eh den ganzen Tag schreibst, dann ist es sehr schwierig und zäh, abends sich nochmal 2 Stunden hinzusetzen und genau dasselbe nochmal zu machen. Absolut. Es ist tatsächlich so, dass ich in der Schulzeit, wo du ja jetzt nicht unbedingt den ganzen Tag kreativ herausgefordert wirst, da habe ich sehr, sehr viel Poetry Slams noch geschrieben. Das hat relativ schlagartig aufgehört zu der Zeit, als ich angefangen habe mit der Ausbildung. Also es ist tatsächlich so, ja. Sobald du anfängst, einigermaßen regelmäßig Kreativität zu brauchen, sprich, du damit regelmäßig konfrontiert wirst, dann hast du da abends nicht mehr unbedingt Bock und die Eingebung, dich hinzusetzen und dann nochmal was Dann möchte ich halt Ordentliches. konsumieren. Ja, tatsächlich. Ja. Also es Ist ein hartes Leben. ist eigentlich echt traurig. Also ich habe das immer sehr, sehr gerne gemacht. Und du hast ja auch immer, du hast ja einen gewissen Stolz, wenn du dir dann dein fertiges Werk anguckst oder richtig fertig ist es ja eigentlich nie, aber wenn du sagst, okay, das, da stehe ich hinter. Ist schon eine schöne Geschichte. Ich wollte immer Kurzgeschichten schreiben, Bücher schreiben und so. Ja, von Büchern habe ich mich verabschiedet. Da bin ich auch zu faul zu. Hatten wir das Thema schon? Ich Das weiß hatten es wir, meine ich, nicht. schon, ja. Ja, schönes Thema. Zurückzukommen auf Simon Pegg und Nick Frost. Das Ganze wird eine Serie in 8 Episoden, jeweils 30 Minuten. Was ich ganz spannend finde, denn ich habe bisher noch nie eine Serie von und mit Simon Pegg gesehen. Als Filme funktionieren die ganzen Geschichten super. Ich bin gespannt, ob das als Serie auch so funktioniert. Das wollte ich da abschließend jetzt nochmal zu sagen. Kam ein bisschen plötzlich, aber ich glaube, das können uns die Leute verzeihen. Ja gut, was willst du machen? Ich habe noch eine kleine Anekdote. Beginn der Woche, am Montag, habe ich erstmal, also ich bin wirklich so scheiße in die Woche gestartet, wie seit langem nicht mehr. Jetzt letzte Woche. Diese Woche, tatsächlich. Wir sind heute am Montagmorgen, wenn wir Ja, rauskommen. natürlich, wenn wir rauskommen, klar. Aber naja, sagen wir vor 3 Tagen. Vor 3 Tagen? Vor 4 Tagen. Bei der Aufnahme. Genau, bei der Aufnahme vor 4 Tagen. Erstmal hat mein Wecker nicht geklingelt. Und ich bin exakt zu der Minute aufgewacht, als ich hätte im Büro sein sollen. Was schon mal ein guter Start ist. Und auf einmal war es ziemlich laut in der Bude. Und meine Freundin war schon längst weg, die war schon längst auf der Arbeit. Und da habe ich erstmal im halb verschlafenen Kopf gedacht: Träumst du noch? Ist ja irgendwie ein bisschen strange. Bin dann aufgestanden und habe dann gesehen, dass unsere beiden Hasen, die wir haben, ausgebüxt sind und durch die Bude gelaufen sind und anscheinend auch schon ein bisschen länger außerhalb des Käfigs waren, denn die haben
absolutes Chaos angerichtet. Sind anscheinend komplett ausgerastet. Sind das Kanickel oder große Hasen? Das sind Kaninchen. Okay. Ja, die haben Mülleimer umgeworfen, die haben die Tapete von der Wand gezuppelt. Also, ne? Das ist wirklich genau das, was du haben willst, wenn du an einem Montagmorgen aufwachst und sowieso schon zu spät bist. Das klingt fast nach einer filmischen Umsetzung, ja. Tatsächlich, das hat, also, eigentlich hätte ich anrufen müssen, hätte sagen müssen, Leute, nee, ich komme morgen. Ich habe keinen Bock. Das wird hier nichts heute. Der Tag wurde auch nicht unbedingt besser, aber das lag dann an meinem Leben. Wow, okay. Und nicht an einzelnen Geschichten. Nee, das wollte ich nur mal erwähnen, weil das stand eigentlich sinnbildlich für diese Woche und vor allen Dingen auch für diesen Montagmorgen. Ich war echt angefressen und eine Stunde zu spät im Büro. Ich hatte da eh Frühdienst, also ich war eh um 5 oder so schon auf der Arbeit. Oh. Du hattest, also als ich im Büro war, um relativ genau 10 Uhr, warst du eigentlich schon fast wieder im Feierabend. Ja, hätte ich so quasi Mittagspause gehabt vielleicht. Ja, ich regulär dann auch fast. Oh Mann. Ja, ich habe jetzt nur noch eine News. Ist das eine News? Geht es um Serien? Doch, das ist tatsächlich eine News. Okay. Es geht um Netflix. Oh je. Und zwar hat sich Netflix die Rechte von, das heißt die Rechte, aber sie haben sich die Arbeit von den Game of Thrones-Machern Benioff und Weiss gesichert. Mehrjähriger Vertrag, 200 Millionen US-Dollar. Ja. Sie machen die Star Wars-Filme oder den Star Wars-Film, whatever. Trilogie. Trilogie. Ich meine, okay. Die Trilogie, ja. Das machen sie jetzt noch. Und für den Rest. Das machen sie noch. ja, so. Das. Leute, freut euch auf die ersten beiden, die werden geil. Und der dritte, da haben sie dann wahrscheinlich schon ein neues Projekt. Das ist jetzt wieder dein, wird das wieder nix. Ja, schön. Das musste jetzt noch sein. Okay. Ja, und ja, schauen wir mal, was die denn für Netflix machen. Müssen sie sich wahrscheinlich erstmal eine ordentliche Buchvorlage holen, denn Story schreiben können sie ja nicht so gut. Alles klar. Boom. Da hast du die letzte gute Laune auch wieder rausgekickt. ich will zu den Trailern kommen. Mal was Schönes, Filmtrailer. Yes. Um mal ein bisschen mich von den Serien zu lösen. Der erste Trailer, den ich gesehen habe, sehr cool, sehr cool. Könnte dir gefallen? Game of Thrones, ein kleines Indie-Ding, Staffel 1. Nee, es geht um einen Serienkiller. Also doch Serien. Auftragskiller. Ich sage Auftragskiller. Okay. Der dann ein kleines Mädchen findet, mit dem er fortan zusammenarbeitet. Du sprichst von Leon der Profi. Richtig. Geiler kommt Film. Wieder ins Kino. Geiler Film. Echt? Ja. Und jetzt denkst du, oh, Reboot, kacke. Nee. Nö. Originalfassung, aber Director's Cut. Oh, cool. Ich weiß Film nicht, im Hildesheimer Kino. Ich hoffe. Aber, ich glaube, 30. September. Leon der Profi, unglaublich guter Film aus den 90ern. Mit Jean Reno als Leon. Genau. Und mit Natalie Portman, der kindlichen Natalie Portman als Matilda. Erste große Rolle, meine ich, ne? Ich meine auch. Und Gary Oldman, weil Gary Oldman einfach unglaublich fantastisch ist. Ja. Der kommt ins Kino als Director's Cut. Als, ich glaube, einmalige bundesweite Aktion, habe ich gelesen. Okay, in alle krass. Kinos. Und wird 30 Minuten extra haben, 4K. Also nochmal ein bisschen hochgebügelt und so. Und im Director's Cut, den es, meine ich, auch auf Blu-ray gibt, wird halt die Beziehung zwischen Leon und Matilda nochmal stärker vertieft. Die ja im Original schon einige sexuelle Anspielungen hat. Stimmt, ja, tatsächlich. Und ist echt ein gewagter Film teilweise. Aber es ist so echt gut. Echt gewagt, aber lohnt sich. Ja, wirklich gut. Kurze Aufklärung, also sexuelle Anspielung im Sinne von, sie ist halt ein Kind, vielleicht 15, 14, wie alt spielt sie? 12? Irgendwie sowas, ich glaube 12 nicht, oder? Ich weiß es nicht. Jung. Zu jung, auf und jeden Fall. Er ist 30, 40 irgendwo. Ja, aber 40. Ich glaube, die sexuellen Anspielungen gehen auch nicht von ihm aus, sondern eigentlich immer von ihr. Nur von ihr, weil ihre Familie getötet wird und daher entwickelt sie halt Gefühle für ihn als Vaterfigur, der sie aufnimmt und so weiter. Das war jetzt auch kein großer Spoiler, das passiert relativ zu Beginn. Und das ist im Prinzip auch das Gerüst des Films. Also, ja. Es ist wirklich, wirklich starker Film. Dazu wirklich kann ich sagen, damals, als ich noch Kamera gelernt habe, so ein bisschen Dramaturgie, Kameraassistent, Kameramann, mein Dozent, der Olaf Markmann, der ein wirklich guter Kameramann ist, bitte bucht ihn. Grüße gehen raus, yo! Dessen Lieblingsfilm war immer Leon der Profi. Hat er immer gepredigt und erzählt.
Leon der Profi. Und wenn das wirklich ein ausgebildeter, professioneller Kameramann sagt, der seit 20, 30 Jahren in der Branche arbeitet, ich weiß, man kann so ein bisschen drauf achten und weiß dann vielleicht, dass es wirklich kein schlechter Film ist. Und der hat wirklich abgeliefert. Ich habe ihn jetzt neulich zum ersten Mal gesehen, muss 4, 5 Wochen her sein, 3, 4 Wochen. Ist geil. Leon der Profi, kommt zurück, 30 Minuten mehr. Werde ich vielleicht sogar für ins Kino gehen. Ja, wenn er hierher kommt, klar. Ja. Klar, wenn er schon herkommt. Ja. Der Leon. Der zweite Film ist 1917. So heißt er. Die Zahl ist der Titel. Das dachte ich mir fast. 1917. Das ist das Prequel zu 2012. Ja, oder 1984. 86. 84? George Orwell. Aber 86. Du darfst nicht vergessen, im Kanon ist noch 2001 Space Odyssey. Oh. Ja. Kann ich da noch irgendwas zufügen? Ich bin auch gerade mal überlegen. Gab es nicht 60.000 PC oder sowas? Ja, stimmt. Das Prequel? Stimmt. Ja, aber ich persönlich bin eher so für Historienfilme 300. Dokumentation, ne? Auch dokumentarische Ansätze? Ja. Der Hyperrealismus, den er reingebracht hat, das war sehr beeindruckend. Ja, ist schon stark. Ja. Gut. Wie kommen wir hier jetzt wieder geile raus? Geile Filme, aber. So, 1917. Sam Mendes dreht ihn. Kennst du Sam Mendes? Der Name sagt mir schon wieder irgendwie was. Shawn Mendes. Ist nochmal wer anders. Popkünstler. Sam Mendes hat Skyfall gemacht. Spectre. Also die beiden James Bond-Filme. Ja. Und Road to Perdition. Das jetzt sagst du, wow. Ach so, schade. Road to Perdition, ähnliche Richtung fast. Jetzt sagst du, wow, das sagt man nicht. Oh, schade. Okay. Ähnliche Richtung wie Leon der Profi fast schon mit Tom Hanks. Der seinen Sohn dann durch die Gegend fährt und von einem Auftragskiller jagt wird, Jude Law. Aber ein Killer war und alles so Mafia-mäßig und Tommy Guns und geiles Setting, geiles Ende, geiler Film. Und irgendwann müssen wir die Top 5 machen der unterbewertetsten Filme. Ja. Schwieriges Milieu, aber da gibt es einige. Das stimmt. Das wird eine coole Top 5. Sam Mendes hat, ich glaube, nur 10 Filme gemacht oder so überhaupt. Also Road to Perdition ist auch von 2001. Also. Weißt du zufällig, wer Leon der Profi realisiert hat? Wer da der Regisseur war? Das habe ich jetzt gerade gar nicht im Kopf. Nicht aus dem Kopf, aber irgendein Bekannterer, oder? Ich werde nebenbei mal kurz das Internet nötigen. Guck mal ganz unauffällig, während ich den Film erzähle. Und zwar ist das ein Kriegsfilm in schöner Tradition der letzten Oscar-Jahre mit, wie hieß der von Nolan? Ja. Ja, ne? Ich habe keine Ahnung. hier, also die anderen, die ganzen Kriegsfilme. Jedes Jahr gibt es im Grunde einen Kriegsfilm wie Hacksaw Ridge vor 2 Jahren von dem Typen, der Braveheart gemacht hat, Mel Gibson. Mel Gibson. Mit der Andrew Garfield. Und ja. Guter Mann. Auf jeden Fall. Grüße gehen raus. Shalom. Shalom. Shalom, Mel Gibson. Und letztes Jahr, wie hieß der denn von Nolan? Der war sehr bedrückend, sehr. Ich hab's gleich. Dunkirk, Dünkirchen. Oh, der war wunderbar. Ja, stimmt, der. Mit Cumberbatch, aber nur in der Nebenrolle. Und Richard Madden in der Nebenrolle, das finde ich witzig, weil wir den fast jede Folge erwähnen, das ist Robb Stark aus Game of Thrones, der irgendwie als Nebendarsteller in unglaublich vielen Filmen gerade Fuß fasst. Das ist ein bisschen wie Danny DeVito, der auch irgendwie ständig als Nebendarsteller irgendwo ist. Oder Andy Serkis. Oder Andy Serkis. Ich habe den Hauptdarsteller jetzt schon wieder vergessen, aber sieht cool aus, ist Erster Weltkrieg, logischerweise 1917. Das haben sie damals an der Front auch gesagt, halt jetzt Erster Weltkrieg, aber sieht schon cool aus, ne? Ja. Senfgas hin oder her, das sieht schön aus hier. Klaustrophobisches Setting, auch mit der Musik im Trailer. Ist alles sehr, nicht, ja, ein bisschen unangenehm, eng, Krieg. Also einer wird losgeschickt, um, glaube ich, was abzuliefern, wo mit 16.000 Leute so gerettet werden können und alles gut auf seinen Schultern und er muss da irgendwie durch. Klingt schon wieder nach alles anderem als Friede, Freude. Das ist ja schon. Friede, Freunde, ich habe Angst, dass er ein bisschen. Klamaukig. Hast du American Sniper gesehen? Ach so, meinst du das? Ja, ist ein bisschen sehr pathetisch und wir retten jetzt mal kurz die Welt. Und das hat bei Dunkirk und bei Hacksaw Ridge gut funktioniert. Da war es nicht so. Selbst bei Mel Gibson. Also, Hacksaw Ridge hat er gemacht. Und das ging tatsächlich mit Patriotismus.
Und da, ja, die Waage zwischen standesgemäßen Kriegsfilmen, der auch die Verbrechen zeigt und so, wie die wunderbare Serie, die ich ja letztes Mal, vorletztes Mal, irgendwann Vorletztes präsentiert Mal, glaube ich, habe. ja. Und ich bin gespannt, aber ich mag Kriegsfilme. Ich finde Kriegsfilme großartig. Was eigentlich blöd ist, weil Kriege sind blöd und ohne Kriege hätten wir keine Kriegsfilme. Aber ich mag Kriegsfilme. Es wird das Beste draus gemacht. Ne? Also wir können es nicht Kunst. Es wird ver... Kunst draus gemacht. Genau, wir können es Dafür nicht mussten verhindern nur und... Millionen Menschen sterben. Dafür, dass ich 1,5 Stunden abends Freude habe. glaube, wir begeben uns hier gerade auf ganz dünnes Eis. Ich glaube, da ist schon kein Eis mehr. Wir sind einfach Jesus, der übers Wasser geht. Oh, jetzt fuckst du auch noch die Christen ab. Ey, wir gehen immer tiefer rein. Es ist aber auch, es ist so diese Zeit im Sommer, wo man eigentlich keine Lust mehr auf Sommer hat. Geht, spricht da für dich. Ich freue mich immer noch so lange über den Sommer, bis ich, Und ich meine damit, ja. um meinen Satz weiterzuführen, nicht das Wetter, So. sondern diese Art Loch, die es gibt, das ominöse Sommerloch, was so ein bisschen alles umfasst. Filme, Serien, jetzt Sport. nicht mehr, Sport, Filme, Videospiele Ja. und generell die gesamte Lage. Man wartet so ein bisschen, dass dann der September kommt und das alles wieder anläuft. September bis Weihnachten ist ja die Hochphase. Und da, dass das so anläuft, weißt du? Bei Videospielen ist das eigentlich ganz gerne mal Anfang des Jahres und vor allen Dingen dann so für Neuankündigungen eigentlich so der Beginn des Sommers, Ende Frühling. Die Wo die Ankündigung, aber die ganzen... Spiele kommen doch alle Oktober, September. Genau, aber mir reichen persönlich ja fast schon die Ankündigungen. Ich freue Ach mich ja so, dann schon immer. du spielst gar nicht mehr. Ich spiele nicht mehr. Ich Ich. lese jetzt nur noch Kotaku und IGN und dann reicht das auch. Für den Rest habe ich mit Spielen nichts mehr am Hut. Ja, das ist gut. Ich habe Ich mir auch habe nur mit eine... FIFA, was ist jetzt? 19 haben wir gerade abgeschlossen. 20 kommt jetzt. Ich spiel's nicht mehr. Ich Ich bin so hab. schlecht geworden, ich musste abbrechen. Das ist kein Witz. War schon immer scheiße in FIFA. Bei mir ging es, ich spiele ja meistens nur gegen einen einzigen Kumpel und das immer und immer und immer und immer wieder. Und es gibt ja die ewige Statistik inzwischen, sodass auch bei Anstoß, dem Hauptmodus bei uns, die Spiele gezählt werden mit all den Statistiken. Ich liebe Statistiken. Ich auch, ja. Und ich kann mir das alles anschauen, wie viele Ecken und wie viele Nährecken nicht, aber wie viele Fouls und wie viele Gelbe und insgesamt und Schüsse pro Spiel. Das haben wir schon vorher gemacht mit Excel-Tabellen und so. Und jetzt gab es es halt wirklich, aber ich habe 5 oder 6 Wie kann Spiele man denn jetzt. sogar ein Fußball, also fucking FIFA-Spiel, zu einem Nerd-Thema machen? Das ist das, der most basic shit und du kommst hier mit einer Excel-Tabelle an. Wir haben eingetragen, wer hat gewonnen, wie viele Tore und so und wie viel Come on! insgesamt. Es war super und jetzt gibt es das im Spiel. Aber ich habe jetzt so oft so hoch verloren, es macht halt keinen Sinn mehr. Irgendwann ist die Statistik dann so deprimierend, dass du sagen musst, nee, Ja, das kenne ich von ich, 1860. Ja. ja, ja. Ja. Übrigens, der Regisseur von Leon der Profi ist Luc Besson. Ah, Luc Besson. Jetzt hätte ich es auch sagen können. Also Jetzt habe ich es nicht, dir ja auch gesagt. ja, aber jetzt, wo du es mir gesagt hast, hätte ich es dir Ich sagen können. weiß. Luc Besson. Ja, also ich habe kein Thema mehr. Och, Ich weiß Mensch. nicht, wie das mit dir ausschaut. Meinst du, ich soll noch eins vorkramen? Ich habe das Gefühl, du hast noch eins. Hast du Kevin allein zu Hause gesehen? Oh ja, ich fand beide Teile mit Macaulay Culkin sehr, sehr gut. Und auch mit Joe Pesci im Übrigen. Schade, dass es die nicht mehr gibt, oder? Ja, das ist wirklich ärgerlich. Was wäre denn, wenn sie jetzt einen neuen machen würden? Wenn Macaulay Culkin dabei ist, würde ich ihn auf jeden Fall gucken. Ist der dabei? Keine Ahnung. Also es gibt zumindest einen neuen, oder? Es wird einen neuen geben, ja. Für Disney Plus, glaube ich, war das. Ist dann Kevin, neuer Kevin allein zu Hause oder ist dann Das Kevin Ding zu ist ja, zweit zu Hause? es gibt ja, soweit ich weiß, 5 Filme schon, Kevin allein zu Hause, wo nur 2 gut sind mit Macaulay Culkin. Einer kam wohl ins Kino, war ein ziemlicher Flop, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder war kein Flop, aber war ziemlich schlecht bewertet. Und dann gab es noch 2 direkt hier, Direct to DVD, Oh, das ist schon mal ein was ja Todesurteil. ziemliches Todesurteil ist. Ja. Also, wenn sie es gut machen, wenn sie Joe Pesci wiederholen, wenn sie da irgendwie, wenn sie irgendwie den Twist bekommen, dass Macaulay Culkin, dass Kevin jetzt tatsächlich erwachsen ist, vielleicht seine eigenen Kinder zu Hause hat oder sowas. Wenn sie da irgendwie den Twist bekommen, dann gucke ich es mir an und dann kann ich mir auch vorstellen, dass es gut wird. Wenn sie wirklich einfach nur einen jungen, neuen Kevin dahinsetzen und das gleiche Prinzip nochmal durchspielen, nur mit halt neuen Leuten, Das kann ich mir sowas von vorstellen. dann geht das halt genauso an mir vorbei wie die letzten 3 Kevin-Filme. Sorry. Aber ich denke, ach nee. Nee, sorry. Dann brauche ich das ehrlich gesagt nicht. Aber guck dir die Reboot-Kultur an. Also es ist wahrscheinlich, dass sie das machen, oder?
Jein, also für Macaulay Culkin Publikum, hat ja selbe jetzt, Story. Also wenn sie den nicht irgendwie damit reinbringen, ja, dann sind sie wirklich blöd. Cameo oder so, als Polizist am Ende oder sowas. Das fände ich traurig, wenn das wirklich nur das wäre. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er da Lust drauf hätte. Er hat nämlich, ganz witzig, er hat auf Twitter ein Bild gepostet von sich selbst, wie er halt übelst abgeranzt auf dem Sofa liegt und dann so eine Pizza auf dem Bauch liegen hat und so. Und dann, ich glaube, noch mit einer Fernbedienung oder so in der Hand. Und er hat selber geschrieben, so, ja, wenn du Kevin allein zu Hause jetzt heute drehen würdest, so würde es dann aussehen. Ich glaube, er wäre schon bereit. Aber wenn es ja, nur eine Cameo ist, meh, dann könnte es auch direkt sein lassen. Ist ein Weihnachtsfilm, ne? Ich habe den nie gesehen. Ja, es sind Weihnachtsfilme. Es sind für mich persönlich die originalen Weihnachtsfilme. Also es sind die, die ich jede Weihnachten geguckt habe, immer mit der Familie oder zumindest mit meinem Papa. Das ist für mich absolute Nostalgie und wenigstens einer der beiden muss jedes Jahr sein. Eigentlich beide. Klingt nach einer neuen Top-Serie, die besten Weihnachtsfilme, aber ich will jetzt schon meine raushauen. Stirb langsam. Wäre bei mir tatsächlich Platz 2, ja. Eigentlich finde ich den zweiten sogar besser als den ersten. Darf man ja gar nicht sagen, ne? Doch, darf man schon, der ist auch verdammt geil. Ich fand ihn, glaube ich, auch fast besser. Er war größer. Ist halt, ja, ist halt die Spannung ist halt auch viel länger da. Das ist so. Die sind beide Meisterwerke. Der dritte ist auch noch gut, danach geht's aber dann doch. Der dritte hat den March. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. 16th March? I don't know. Ah ja, stimmt, das hattest du mir ja mal geschickt, ne? Das kann sein, wenn der Bösewicht, der Bruder von Hans Gruber, mit seinen ganzen LKWs da durchfährt. Da gibt es diese unglaublich schöne Soundtrack-Melodie. Wo wir gerade dabei sind, just off the top of my head, ich habe gerade noch eine... Sprich Deutsch. Deutsch. Deutschland, wie Rammstein immer sagt. Ja, ich wusste, dass das kommt. Soll ich Adolf Hitler einfach kurz erwähnen, oder? Ja, mach das ruhig, dann haben wir den auch einmal. Okay, bla Adolf Hitler, Deutschland, bla Anekdote, bla Erwähnung. Ja. The Christmas Chronicles 2 wird dieses Jahr rauskommen. War letztes Jahr ein sehr, sehr großer Erfolg. Ein Weihnachtsfilm von Netflix mit, wie heißt der denn jetzt noch, der den Weihnachtsmann gespielt hat? Ach, das ist eigentlich jemand, der sonst eher brachiale Rollen hat. Ich glaube, er hat Gladiator gespielt. Gladiator, wie heißt dann er denn? Gerard Butler? Der von 300. Russell Crowe dann. War das? Der war der Gladiator. Ja, das stimmt. Aber war das auch? Russell Brand. Russell Brand. Ja, den Russell, mein Gott. Ja, ist eigentlich auch derselbe Kram jetzt hier. Russell Brand. Ich habe den Film nicht angeguckt, aber ich habe gesehen, dass es den gibt. So. Ich hab ihn geguckt und ich fand ihn eigentlich, es ist halt ein Weihnachtsfilm, so der erfindet das Rad nicht neu, aber er ist solide und ich fand, zwischendurch war er eigentlich mal ganz witzig, war schön lighthearted, wie der geneigte Franzose sagen würde. Harry Potter 1 ist auch noch ein schöner Weihnachtsfilm. Das stimmt. Der ist nicht brutal, nicht so wie die anderen, er ist märchenhaft. Ja, ach, es gibt schon ein paar echt schöne Weihnachtsfilme. Auf jeden Fall Christmas Chronicles 2 werde ich mir dann auch zu Weihnachten anschauen. Ja, freue ich mich drauf. Herzerwärmend. Oder? Dafür, dass wir vorhin eine kurze Downphase hatten, sind wir jetzt eigentlich wieder auf einer sehr positiven Note. Ich bin auch immer für Positivität. Ja, das wäre schön, wenn du auch so handeln würdest und mich nicht ständig runterziehen würdest. Ja, aber sonst kann ich nicht hoch. Das stimmt. Du musst die Leute um dich herum runterziehen, damit du selber an die Spitze kommst. Ja, ja. Das ist schön. Das ist ein Sinnbild. Für alles. Ich möchte so ein großes Porträt haben, so ein großer Menschenhaufen, so eine, weißt du, so eine große Pyramide aus Menschen und ich krakel da dran so. So ein bisschen wie bei World War Z. Genau. Wo die ganzen Zombies die Mauer hochlaufen. Finde ich immer noch großartig. Auf jeden Fall. World War Z ist The Walking Dead in gut. Tatsächlich, ja. Ich fand den Film auch gar nicht so scheiße, wie alle gesagt haben. Der wurde ja nicht gut bewertet, aber ich fand ihn. Ich glaube, weil das Buch anders ist. Ich fand den super. Ich habe nie so furchterregende Zombies gesehen, weil die halt nicht unglaublich langsam gehen wie bei Walking Dead, sondern auch diese. Also bei Walking Dead rennen sie halt gegen die Mauern, bleiben da stehen und sind dann ganz langsam und träge. Und dass die übereinander krabbeln in dieser Geschwindigkeit, ne? Und sich dann sogar an Helikopter hängen, weil sie einfach so schnell so weit oben sind. What the fuck? Schon krass. Dass sie alle übereinander und dann gehen ja diese Mauer irgendwann hoch. Ich fand das so geil. Und diese engen Gassen, wo die dann durchstürmen. Super. Ja. Stimmt, es war ja quasi wie Wasser, das eine Stadt flutet. Was für eine riesige Menge. Aber die furchteinflößendsten Zombies sind immer noch in Left 4 Dead.
Ich bin kein Zombie-Fan. Aber ich eigentlich auch nicht. Ich bin ich ziemlich bei dir. Ich kenne eigentlich auch nur, ich muss kurz nachdenken, World War Z und Walking Dead. Oh. Und From Dusk Till Dawn. Shaun of the Dead gibt's auch noch, aber das waren halt so die Standard-Zombies. Ja, und Zombieland. Ja. Aber da ging es weniger um die Zombies. Das stimmt. Die waren da eigentlich mehr so ein Extra. Ja. Genau. Hast du nachts im Museum gesehen? Den ersten Teil habe ich gesehen. Auch den neuen, der bald rauskommt? Nee. War das nicht das, was du mir gesagt hast? Ich habe nur gesagt, dass der genauso von Disney Plus gerebootet wird. Aber jetzt merkt man auf jeden Fall, dass ich einfach nur eines meiner vielen Themen abgegeben habe. Ja. Schön. Ich habe den ersten Teil gesehen und ich weiß es gar nicht genau. Eventuell sogar den zweiten auch. Den ersten Teil fand ich gut. Der war schön. Das war auch so ein Feel-Good-Film. Das ist jetzt kein Meisterwerk gewesen, aber es ist halt auch... Ist das mit Ben Stiller? Ist das das? Genau, das war mit Ben Stiller und mit Robin Williams noch. Robin Williams. Ist der so ein General? Ja. Ich glaube, einen habe ich mal aus Versehen gesehen. Er spielt Teddy Roosevelt. Theodore Roosevelt. Ja, dann kann es sein. Genau, und ich weiß gar nicht, wer die Frau da gespielt hat. Das Love Interest von dem Hauptcharakter. Und da hat noch wer mitgespielt, den man kennt. Hier, wie heißt er? Ist immer schön, immer wenn wir einen Namen nicht wissen, können die Leute mitraten zu Hause. Das stimmt, aber das Ding ist, wenn ich einen Podcast höre und ich weiß das und ich höre dann die Leute raten, dann drehe ich in meinem Roten. Ist bei uns nicht so, wir machen ein Ratespiel draus. Wer am schnellsten ist, schreibt es einfach. Das funktioniert immer noch nicht. Das hatten wir schon mal, das funktioniert nicht. Die Leute können anhalten oder googeln. Ja, stimmt, das war das, ne? Ich weiß es gerade nicht. Aber auf jeden Fall ist es jetzt ist auch ein ganz, ganz sympathischer Schauspieler eigentlich. Ist ein schöner Film. Ja. Ja, Ben Stiller sowieso. Es gibt viele schöne Filme. Ben Stiller ist sowieso cool. Es gibt Ben Stiller, aber in eklig und auf Drogen. Und der heißt? Ben Lauter. Okay. Oh, er war krass. Danke. Nee, der Typ aus Prison Break. Oh Gott. Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Ich fand Prison Break und ich liebe es, mir Freunde zu machen, scheiße. Ich habe es nie gesehen. Nein, ich fand es nicht scheiße. Die erste war halt relativ langweilig, weil sie jede Folge eigentlich dasselbe machen. Die zweite fand ich cool und der Gegner, dessen Namen ich vergessen habe, der sieht aus wie Ben Stiller, aber so ein bisschen merkwürdiger. Keine Ahnung. Und das war echt cool. Die zweite war echt geil. Es gab auch sehr schöne Todesszenen dabei. Ich bin ja großer Fan und Fanatiker von Todesszenen. Da gab es 3, 4. Junge. Zucker. Junge. Zucker. Es gibt viele Leute, die Prison Break feiern, bis ins geht nicht mehr. Ja, ich mag diese Leute, ich gönne es ihnen von Herzen. Ich bin nicht warm geworden. Es gibt halt auch einzelne Sachen, die einfach komplett an einem vorbeilaufen. Bei mir sind es Orange is the New Black. Habe ich überhaupt nichts mit am Hut. Lucifer geht komplett an mir vorbei. Um kurz bei den Gefängnissen zu bleiben. Ist halt so, ne? Es gibt begrenzte Storys, die man in Gefängnissen erzählen kann, finde ich. Gerade bei Ausbrüchen dreht es sich dann doch im Kreis. Ja. Und nach die Verurteilten, es ist schwierig, wenn irgendwer vorliegt und du nicht mehr drüber kannst, sondern nur noch so ein bisschen nebenher versuchst was. Von daher, es gibt das Spiel, jetzt sind wir schön wieder bei Videospielen, wunderbar, A Way Out. Da, lustig, das wollte ich auch eigentlich als nächstes erwähnen. Das ist eine sehr coole Mechanik. Ich spiele ja nur Koop-Spiele im Grunde, ich spiele ja nichts alleine. Ist eigentlich perfekt für dich. Das war perfekt. Es war Story, es war Koop, also Splitscreen. Und du spielst in wunderschönen Sequenzen, auch Action-Sequenzen, diese Leute mit dem Ausbruch. Die Story hat Twists bis zum Ende. Das Spiel hat mich tatsächlich gefesselt, aber auch da viele Anleihen, natürlich auch Hommagen an die Verurteilten. Finde ich aber auch immer geil. Also ich finde es super schön, wenn stehst du auf dem Vordach und tärst halt das Dach mit dem Bier und so. Es ist cool. Ja. Also, A Way Out. Der Daumen geht nach oben bei dir. Der Daumen geht nach oben. Das sehen die Leute nicht, aber der digitale Daumen geht nach oben. Der digitale Daumen geht nach oben. Wie er übrigens auch bei uns nach oben gehen sollte, wenn ihr unseren Podcast mögt, verteilt doch mal ein paar Sterne auf iTunes. Das hilft uns tatsächlich sehr. Stimmt, wir sind auf iTunes. Das ist immer so ein schmaler Grat zwischen um Likes betteln und zu sagen, gib doch mal Sterne. Keine Ahnung, das Ding ist, ich will nicht betteln, wenn es euch nicht gefällt, dann bewertet es nicht oder bewertet schlecht. Wäre halt cool, wenn ihr es positiv bewertet, weil uns das doch echt hilft. Oh ja. Genau. Dann kommen wir jetzt zu unserer Top 5, wenn ich nicht falsch liege. Machen wir einfach mal. Und bevor wir zur Top 5 kommen,
ich gehe jetzt wieder in den Diana zur Löwen-Modus und spreche die Leute mit du es an. Es musste sein. Es musste sein, dass die noch einmal erwähnt wird. Oh, Herr im Himmel. Eigentlich müsste die uns mittlerweile bezahlen. Ich glaube, das könnte sie. Locker. Das denke ich auch. Wir sind sehr günstig. Wir sind wirklich nicht anspruchsvoll. Schön, dass du günstig und nicht billig gesagt hast. Das macht mich ein bisschen froh. Ja. Ich habe es gesagt, aber eigentlich haben es alle gedacht. Ich wollte nur in den Modus gehen, dass ich die Leute mit du anspreche. Auch du, mein Freund zu Hause oder meine Freundin, denk doch mal darüber nach. Hast du früher Videospiele gespielt auf einer tragbaren Konsole oder auf einer Heimkonsole an deinem großen oder auch sehr kleinen Röhrenfernseher? Denk darüber nach, welches Spiel hat dich geprägt, welches hat dich in die Videospielbranche gezogen, in diese kleine digitale Welt oder in die vielen digitalen Welten. Was hat dich verändert? Was fandst du geil? Wo hattest du die schönsten Erlebnisse mit, die schlimmsten Erlebnisse, die emotionalsten Erlebnisse? Was hat dich gefesselt? Denk drüber nach und schreib uns doch einfach mal eine E-Mail bei Steinwurf im Glashaus @web.de oder auch auf unserem Instagram-Account, der so ähnlich heißt, oder auf Twitter, wo wir keine Ahnung haben, wie wir heißen. Ich weiß es, ich habe heute nachgeguckt. Großes S, großes G, Glashaus. Also SG Glashaus. Also Sglashaus. 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 Weil nichts anderes funktioniert hat. Und nur @Glashaus war, meine ich, schon vergeben. Und SIG oder SIG Glashaus wollte ich jetzt nicht nehmen. Weil es gibt eine Waffenfirma, die heißt SIG Sauer. Oh. Fand ich jetzt irgendwie unpassend. Sglashaus. SIG Glashaus. Konkurrenz. Ja, stimmt. Also, denn wir schießen mit Worten. Pam, pam, pam. Ja, oder ihr schreibt uns einfach nur auf Instagram oder Mail. Ja, oder macht es so. Also ihr könnt uns mannigfaltig erreichen. Oh, möchtest du beginnen? Ich habe keine Honorable Mention. Ich habe drei dafür. Uiuiui, ja, wir haben eigentlich auf zwei begrenzt. Ich weiß, aber... Weil ich keine habe, kriegst du heute die dritte gratis dazu. Vor allen Dingen habe ich mir das mal rausgenommen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass du zwei von den dreien zumindest gut findest. Nummer eins ist Portal 1. Portal 1 habe ich nur mit reingenommen, weil wir haben ursprünglich gesagt Top-Spiele vor 2010 und haben uns dann nochmal umentschieden auf Top 5 Spiele der Kindheit. Portal 2010 rausgekommen, war aber eigentlich nicht wirklich ein Spiel meiner Kindheit, weil ich das erst später gespielt habe, deswegen dachte ich mir Honorable Mention. Die wirklich wichtigen und richtigen, weil auch zu dem Thema passend, sind allerdings pauschal alle Harry Potter Teile, vor allem der erste und der zweite. Wir reden von Spielen, ne? Ja. Harry Potter? Die Harry Potter Spiele auf der PlayStation 1 und PlayStation 2. Hm. Also Steinerweisen, Kammer des Schreckens, Nostalgiebombe schlechthin. Total geil. Weiß nicht, ob ich in der ersten Klasse mit einem Klassenkameraden, der mittlerweile Jura studiert, rauf und runter gezockt. Super geil. Richtig geil. Und Star Wars Shadow of the Empire für den N64. Auch ein absolut geiles Spiel. Die letzten beiden kenne ich nicht, appreciate ich aber einfach spontan mal. Deswegen dachte ich mir, kann ich mir drei erlauben, weil ja, das ist dann Harry okay. Potter und Star Wars. Das ist okay, das ist okay. Ja, dann fahr vor mit Platz 5. Oder beginne überhaupt mal. Beginne. Ich muss mal auf meinen Zettel hier gucken. Es ist ja so, ich habe relativ spät begonnen mit Videospielen überhaupt. Mein erster Teil war Red Dead Redemption 2. 2? Achso. Ah, jetzt habe ich den Witz verstanden. Okay, ja. Gut. 2010 habe ich, glaube ich, angefangen, wirklich erst. Das ist natürlich eine super Liste dann, wenn wir sagen, alles vor 2010 gilt. Fast alle davor rausgekommen. Und wir haben das ja auch aufgelöst. Ja, das stimmt. Ich habe hin und wieder davor bei anderen gespielt, ist der Trick. Und deshalb haben mich manche Spiele sehr geprägt. Und ich möchte beginnen mit dem Platz 5, Formel 1 2005. War da noch Eddie Irvine dabei? Ich weiß nicht, Ayrton Senna war, glaube ich, schon tot. Ja, kurz, kurz vor knapp so. Nee, macht man keine Witze drüber. Formel 1 ist super. Ich war damals viel mehr als heute, heute immer noch ein bisschen. Ich habe mir gerade das Neue gekauft, witzigerweise, weil ich es einfach mal probieren wollte. Und, kurze Anekdote, ich habe nur Testfahrten gemacht, Zeitfahren, mit dem Renault von 2005, den man da wählen kann, unter Classic Autos. Weil das ist der gelb-blaue, blau-gelbe. Den fand ich übelst geil. Das schönste Auto aller Zeiten. Und zwar gefahren sind da noch Fernando Alonso und Giancarlo Fisichella. Giancarlo Fisichella, mein absoluter Lieblingsfahrer auf Alltime. Nein, das ist Takuma Sato.
Ja, gut, der Kamikaze-Jäger aus dem Osten. Der Kamikaze-Jäger war eigentlich Hans-Harald Frenzen. Den habe ich als Kindergartenkind schon den Schrecken der Bande genannt. Immer wenn ich geguckt habe, hat er sein Auto zerlegt. Ich glaube, als Mechaniker hast du nur gekotzt. Er war Saat, hat auch gerne Leute abgeschossen. Irgendwann mal Michael das Schumacher. Da wurde Schumi angehalten und interviewt, weil er halt rausgeschossen wurde. Und er wurde gefragt, wie viele japanische Schimpfwörter kennen Sie? Und Schumi hat nur gesagt, scheinbar nicht genügend. Und Schumi ist halt aus dem Auto gesprungen, quasi während es noch sich gedreht hat in die Bande. Und ist zu Sato rübergesprintet und hat in sein Cockpit gebrüllt. Es war großartig. Schön. Giancarlo Fisichella. Also ja, einmal. Wir müssen, das ist die nächste Top-5-Liste. Top 5 Formel-1-Fahrer. Sehr, sehr gerne. Es ist aber schon mal der schönste Name, glaube ich, den ich jemals gehört habe. Giancarlo Fisichella. Ja. Ja, und Fernando Alonso ist jetzt auch nicht viel schlimmer. Nee, und du hattest die beiden im Renault. Ich bin schon wieder im Osten gelandet. Und aber wir dürfen keine Aussie-Witze machen. Ich habe gesehen, wir haben Zuhörer aus Sachsen. Oh, Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Ja. Ja. Ne? Ich war neulich... Liegt Dresden in Sachsen? Vertue ich ja, mich da? Ja, okay. Ich würde sogar fast behaupten, dass das die Landeshauptstadt ist. Oder war das Leipzig? Oh Gott, ich habe echt lange keinen... Dresden. Dresden ist unglaublich schön. Jo. Ich war da, ich kann... Alle, die sagen so, vielleicht lieber Paris oder London, ey, geht nach Dresden. Leute, und vor allen Dingen am Montag, ey, da ist so ein richtig schöner Fackelmarsch durch die Stadt. Jetzt musstest du noch mal braune Einflüsse erwähnen, meine Güte. Ja, Leute. Ich möchte zurückkommen, Formel 1 ne? 2005. Habe ich bei einem alten Freund meines Bruders gespielt. Oha. Genau, an der PlayStation 2. Ich bin überall gegengefahren, ich habe es nicht verstanden, ich war sehr, sehr jung. Vielleicht 7, 8, 8, 7, 9, irgendwie so. Muss ich überlegen, wir sind zahlenmäßig gleich alt, also eigentlich, warte mal, 2005 war das, ne? Ungefähr, vielleicht ein, zwei Jahre später. Ja, gut, dann wirst du wohl ungefähr um die 8, 9, ja. 7, 8, 9. Und wenn man zum ersten Mal spielt, ist halt immer. Aber es hat so viel Spaß gemacht. Da habe ich Formel 1 gespielt. Ich mochte Formel 1. Ich habe es immer gesehen. Ich habe es immer gelesen. Es gibt Bücher, die die Jahre zusammenfassen, die ich hier noch stehen habe. Und es war so, so gut. Und es hat im Prinzip, es war meine erste Erfahrung. Deswegen mag ich Rennspiele bis heute extrem gerne. Und bin nicht nur Funracer, auch, na gut, Simulationen finde ich manchmal ein bisschen langweilig. Gran Turismo und so. Deswegen Formel 1. Ich habe jetzt wieder angefangen. Ich habe großen Spaß. Formel 1, mein Pick Nummer 5. Formel 1 2005. Habe ich hier übrigens auch noch stehen. Ich habe es mir irgendwann nachgekauft für PlayStation 2. Es sieht grottig aus. Es ist wirklich schlimm. Ja, ich habe tatsächlich mir gerade neulich, ich habe doch erzählt, als ich mir bei dem Amazon Sale Day da Sachen gekauft habe, die alle absolut nicht runtergesetzt waren. Da habe ich mir für die N64 Formel 1 aus dem Jahr 2000 gekauft. Wow. Es ist atemberaubend, aber nicht im positiven Sinne. Ich habe mir immer so ein paar, ich habe glaube ich Lego Indiana Jones mal nachgekauft, die alle Lego-Spiele gespielt habe, für PS1 und dann für PS2 glaube ich konvertiert sogar rüber. Was? Ich glaube es war gleich auf der PS2. Und du kannst es nicht spielen. Nein. Bei aller Nostalgie ist es wirklich grausam. Aber ich habe mir tatsächlich in diesem ganzen Balk an Sachen, die ich mir da geholt habe, habe ich mir auch den Honorable Mention Shadow of the Empire noch mal ein zweites Mal gekauft, weil ich Angst habe, dass meine Cartridge irgendwann mal einen Geist aufgibt. Und dachte mir dann, ja gut, wenn du eine auf Halde hast, noch sind sie nicht so teuer, nimm mit. Was ist dein Platz 5 verbunden mit der emotionalen Geschichte? Ich muss noch mal ganz kurz noch mal ausholen. Ich habe übrigens ein bisschen Scheiße gebaut. Ich habe diese Lieferung bekommen und da war dann ein Hinweis auf den Shop, von dem ich das gekauft habe, mit einem 10% Gutschein. Und ich habe halt nochmal irgendwie 8 Spiele gekauft und über 100 Euro ausgegeben oder über 150 Euro ausgegeben und habe jetzt einfach, es kommen also im Laufe der nächsten Woche nochmal 8 Retro-Spiele an. Geil. Es ist schon geil, aber langsam wird es teuer. Mein Platz 5, Stichwort Retro-Spiele, GTA 3. Das erste richtig bahnbrechende, krasse Open-World-Spiel. Grand Theft Auto 3. Da sind sie weggegangen von dieser Top-Down-Perspektive zu wirklich einem 3D-Setting. Du hattest eine offene Stadt, du konntest eigentlich quasi machen, was du wolltest. Und gerade in der Zeit, in der das rauskam, war das natürlich
absolut mindblowing, was du auf einmal alles machen konntest, wie groß diese Welt war. Du konntest mit Leuten interagieren, du konntest Leute einfach erschießen, du konntest irgendwelche Monster-Stunts machen, du konntest alles in die Luft jagen, du konntest machen, was du wolltest. Das war unfassbar. Und dazu noch diese unglaubliche Grafik. Für damalige Verhältnisse. Ja, bis heute, die kann sich halten. Tatsächlich, du kannst es immer noch spielen. Es ist kein Augenschmaus, aber du kannst es immer noch spielen. Und ja, das ist halt absolute Nostalgie. Ich war deutlich zu jung, als ich das gespielt habe. Waren wir das nicht alle? Aber genau das ist halt das Ding. Das waren wir eh alle. Und ja, das ist, man kann diesem Spiel auch gar nicht hoch genug anrechnen, was es für die Open-World-Spiele heute noch bedeutet. Es ist wirklich, wirklich monumental und ein absoluter Meilenstein der Videospielgeschichte. Mein Platz 5, GTA 3. Vom Meilenstein zum, ach, mir fällt kein cooler Spruch ein. Nintendo DS hatte ich, ein Nintendo DS Lite in Rot. Jetzt kommt's, Nintendox. Nintendox war cool, aber das ist nicht das, worauf ich hinaus will, das ist Mario Kart. Okay. Auf dem DS. Ich habe mir damals den DS gekauft für Mario Kart. Ich habe mir später die, was kommt vor der Switch? Wii U. Wii U gekauft für Mario Kart. Ersteres war die bessere Entscheidung. Aber bereut habe ich keins von beiden, weil Mario Kart ein unglaubliches Spiel ist. Es gibt wenige, finde ich, die so funktionieren einfach. Egal mit wem und warum und inwiefern. Und auf dem DS hatte ich damals gerade in der Fußballmannschaft, in der Jugendfußballmannschaft, wo ich gespielt habe, im Freundeskreis, alle hatten im Prinzip ein DS zu der Zeit. Du konntest online spielen über mehrere DS in Gruppen gegeneinander. 4, 5 Leute im Mannschaftsbus dann auf irgendwelchen Turnieren oder so. Es war mindblowing und es hat immer mega Spaß gemacht. Ich glaube mit ROB, diesem Roboter, bin ich mal gern gefahren auf seinem Einrad oder mit Knochentrocken in seinem Panzer. Mario Kart auf dem DS. Mario Kart ist eigentlich immer solide, ja. Kannst du nichts mit verkehrt machen. Das stimmt, absolut. Ich habe auch keine große emotionale Story zu. Es ist einfach, es ist auch bis heute spielbar. Ich habe mir das damals, da hat ein Freund von mir, Grüße gehen raus an Yannick Hartkins, der hat seinen DS bei mir gelassen, nachdem er bei mir geschlafen hat. Und ich habe, glaube ich, von 8 bis 1 oder 1:30 einfach nur Versus gespielt auf unendlich mit zufälliger Strecke. Ein Rennen nach dem anderen. 5 oder 6 Stunden am Stück. Und es war geil. Ich hab's nicht bereut, es war großartig. Ja. Auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Komme ich dann jetzt zu meinem 4. Platz. Das ist gar nicht mal so krass gut bewertet, aber das löst bei mir solche nostalgischen Gefühle aus. Ich habe vorhin nochmal nach dem Spiel gegoogelt, habe nur wirklich das Boxart gesehen, das Cover, und dachte mir schon wieder, Alter, das ist eigentlich ein Grund, dir eine PS2 zu holen, das einfach nochmal durchzuzocken. Oh, ist das geil. Scooby-Doo, Fluch der Folianten. Eigentlich nicht mitgerechnet. Oder? Es ist halt auch kein großes Spiel, das ist gar nicht so oft verkauft worden, wenn ich mich da recht entsinne. Es ist aber richtig geil. Also auf Englisch heißt es Mystery Mayhem. Da könnt ihr gerne mal irgendwie googeln und euch da mal was zu angucken. Die Grafik ist nicht wirklich der Shit. Wie gesagt, es ist PS2 oder ich habe es zumindest auf der PlayStation 2 gezockt. Aber es ist so ein bisschen, also ich fand es schon richtig liebevoll. Du hast halt 5 verschiedene Level, die so ein bisschen aufgebaut sind wie 5 Scooby-Doo-Folgen. Nur, dass es diesmal nicht hauptsächlich Menschen sind, die unter den Masken sind, sondern es sind wirklich Geister und Monster. Weil irgendwer irgendwas freigelassen hat, whatever, das ist halt eine austauschbare Story. Aber ich fand die Settings so schön. Da gibt es dann eine dunkle alte Bibliothek in so einem Museum, dann gibt es dann Sumpf, dann gibt es ein Filmstudio, wo du durch die verschiedenen Settings gehst. Dann gibt es so eine Forschungseinrichtung. Das war einfach schön. Ein Wild-West-Setting gibt es. Oh. Und in jedem Setting gibt es dann andere Geister und andere Rätsel. Und das war stellenweise war es wirklich schwer. Ich weiß noch, wie ich mit meinem Vater zusammen auf der Couch gesessen habe in den Sommerferien. Und wir versucht haben, so eine Stelle in dem Wild-West-Level zu lösen. Und wir uns einfach nur halbstündig mit Rage-Quit und Ausrasten abgewechselt haben. Bis wir das irgendwann geschafft haben. Also aber, ach man, das war eine schöne Zeit. Das ist ein schönes Spiel.
glaube, schöne Zeit fasst sowas immer sehr gut zusammen. Wenn du eine schöne Zeit hast mit dem Spiel, dann ist das alles, was das Spiel erreichen will. Ja. Ist auch eigentlich alles, was es erreichen soll. Ja. Also, definitiv. Mein Platz 3? Dein Platz 3? Würde ich sagen, ein bisschen dramatischer, ein bisschen trauriger. Oh, und zwar Wrestling, SmackDown vs. Raw 2009. Was wiederum, ich habe es hier noch stehen, oh je, in der Originalfassung. Also, das bei dem Freund von meinem Bruder, bei dem ich damals Formel 1 gespielt habe, habe ich mir dann SmackDown vs. Raw 2009 ausgeliehen. Was bis heute hier steht. Und ich hatte es selten, ich habe es, glaube ich, mir lange ausgeliehen von ihm. Sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ich mochte Wrestling zu dem Zeitpunkt, ich bin gerade, ja, präpubertär, würde ich sagen, kurz vor Pubertät vielleicht, eingestiegen mit Wrestling. Und das catcht dich komplett. So, wenn du ein Junge bist und du bist... Ich habe es damals nicht mal gucken dürfen und fand's geil. Ja, du bist 12, 13 und das sind Leute, die sich einfach verkloppen. Dir ist auch egal, ob es echt ist oder nicht. Das ist bis heute, ist es mir egal. Es ist einfach geil. Und das konntest du dann, Rey Mysterio und Jeff Hardy, konntest du nehmen bei SmackDown vs. Raw. Es war wirklich, wirklich großartig. Ich hatte mit, ich glaube, mit fast allen Freunden dann das gespielt. Der Freund meines Bruders allerdings hat sich dann irgendwann umgebracht. Weshalb das Spiel immer noch hier steht, was so ein bisschen einen Beigeschmack hat. Ich verdanke ihm aber tatsächlich, dass ich überhaupt Konsolenspiele spiele, dass ich Rennspiele mag, dass ich überhaupt da eingestiegen bin in diesem Bereich. Die Liebe zum Wrestling im Grunde, weil ich das Spiel, glaube ich, fast schon hatte, bevor ich richtig angefangen habe, das zu gucken. Es lief ja immer 22 Uhr DSF oder 23 Uhr am Samstag. Stimmt, das waren nicht so wirklich schulkindfreundliche Zeiten. Nee, vor allem wegen der Werbung dazwischen. Das kommt auch dazu, ja. Ja, deswegen habe ich da auch tiefe emotionale Verbindungen zu. Ich habe mir seitdem, glaube ich, jedes Wrestling-Spiel gekauft. Keins kam nur im Ansatz daran. Ja, SmackDown vs. Raw 2009. Steht bis heute hier rum, hat einen Ehrenplatz. Ja, verständlich. Also ich glaube, das war der Emotionskill, Oberkill, weil da kommt kein anderes Spiel dann mehr ran mit der. Wahrscheinlich in der Begründung. Form nicht. Aber sorgen wir für gute Laune, dein Platz 3. Ja, thematisch auf jeden Fall absolut passend. Oh Gott, also es gibt wirklich keine größere thematische Gegenstimme, die heftiger nicht dazu passt. SpongeBob Schwammkopf, Schlacht um Bikini Bottom. Oh je. Ja, PlayStation 2 Spiel. Ähnliche Begründung wie bei Scooby-Doo tatsächlich. War eines der besseren, wenn nicht sogar ziemlich das beste SpongeBob Spiel, was es gibt. Das beste SpongeBob Spiel ist auch geile. Ja, gut, ich habe jetzt auch nicht alle gezockt. Ich habe, glaube ich, gar keins gespielt, witzigerweise. Aber das ist halt, es war wirklich ganz cool. Es hatte ganz, ganz viele verschiedene Level. Es war, es hatte einen gewissen Humor, den ich ganz schön fand. Die Grafik war erstaunlich gut. Also wirklich, wirklich gut. Es war lang. Die Bossfights waren ganz schön schwer. Zumindest für mich als kleinen Bub. Ja, ich habe es auch wieder ein Spiel, was ich mit meinem Vater sehr viel gespielt habe. Ja. Das ist einfach schön. Und es wird ein Remake dazu geben. Ne, holst du es dir? Auf jeden Fall. Okay. Also, da geht kein Weg dran vorbei. Allein der Nostalgie wegen. Auf jeden Fall. Ja. Schlacht um Bikini Bottom, auch schön. Ja, ist echt gut. Heute ist so ein bisschen so eine gesetzte Stimmung, oder? Irgendwie ja, wir kommen nicht so wirklich auf den Comedy-Trip. Gut, ich war jetzt auch nie Fan des Comedy-Trips. Ich immer. Ja, du bist der Seth Rogen dieses Podcasts. Aua. Hättest du mich auch direkt Arschloch nennen können. Das habe ich gerade quasi. Ja, aber du hättest den Umweg nicht machen brauchen. Okay. Jetzt ist auf jeden Fall erst recht gesetzte Stimmung, bei mir zumindest. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Okay. ich nehme trotzdem meinen Platz 2. Und es ist Lego Star Wars 2, die klassische Trilogie. Das klingt schon mal gut. Und zwar habe ich damals... Der klassischen Trilogie, erster Teil. Meinst du? Sowas, ja. Goethe hat, glaube ich, mitgeschrieben sogar an diesem Werk. Meine ich? Muss ich nochmal nachschauen. Er war Co-Autor. Ich glaube auch. Ja. Von diesem Lego-Spiel. Ja. Es war damals 2010 bei, ja, Artverwandten, wollte ich gerade sagen, bei einer Artverwandtschaft. Bei Artverwandten.
Die hatten eine PlayStation 2, ich hatte sie nicht. Und da waren wir, glaube ich, 2, 3 Wochen im Urlaub. Und da haben wir jeden Tag gespielt auf der PlayStation 2 Lego Star Wars 2, was die Filme 4 bis 6 Episoden umfasst. Und wir hatten eine kaputte Memory Card. Bedeutet, jeden Morgen, wenn wir runtergetappt sind, durften wir das Spiel von neu anfangen. Gott. Und das war großartig. Wenn du davor keine eigene Konsole hast, dann nutzt du jede Sekunde, die du haben kannst mit diesem Spiel. Es ist bis heute, ich spiele gerade die komplette Saga durch, weil wiederum ein Kumpel von mir später dann Lego Star Wars 1 hatte, die ersten 3 Episoden und komplette Saga umfasst alle 6. Und quasi die Kombination. Ist bis heute eins meiner Favorite-Spiele. Es ist kurz. Ich spiele, wie gesagt, alle Lego-Spiele. Ich habe alle gespielt. Ich glaube, ja doch, alle. Alle. Ich habe alle gespielt. Eins liegt draußen noch rum, das muss ich demnächst anfangen. Und es gibt viele. Ich glaube, ich habe 17, 16 oder so. Ich habe auch tatsächlich sogar noch eins auf meiner Bucketlist, was ich durchspielen will. Welches? Komplett alle. Also es gibt so eine Sammelbox davon. Alle von Lego Harry Potter. Habe ich noch vor mir. Ich glaube, eins ist kaputt bei mir. Eins könnte ich dir geben. Ich hab Achso. sie alle schon. Also die Jahre 1 bis 7, Ich aber. hoffe, du bist kein Trophäenjäger. Boah, jetzt habe ich falsch ausgesprochen. Trophäenjäger, so. Ja, doch, komplett. Aber ich weiß, bei manchen Spielen fange ich gar nicht erst an. Bei Harry Potter 1 bis 4 hatten wir, glaube ich, 99,9% und an einer Tür gab es einen Hebel. Den konntest du auch ziehen, aber es passierte nichts. Die Tür ging nicht auf, weil du konntest mit so einem Detektor sehen, dass da was hinter ist. Das war Boah. einfach verbuggt. Das sind so die Momente, in denen ich wirklich kurz davor bin, alles kurz und klein zu kloppen. Das war sehr witzig. Nee, Lego Star Wars 2. Danach, als wir vom Urlaub wiederkamen, habe ich mir, glaube ich, fast instant eine PS2 gekauft. Mit diesem Spiel, witzigerweise auch gleich dazu, gleich wieder dieses Spiel gespielt. Ich liebte Star Wars damals wie heute. Ich bin ein Star Wars Nerd. Da bin ich ein Nerd tatsächlich. Und Lego Star Wars 2, du hast Lego-Leute, die sich mit Lichtblastern so piu piu und die zerfallen dann in kleine Lego-Klötzchen. Und Ist schon irgendwie süß. es ist niedlich. Und der Humor, damals haben sie ja noch so gegruntet. Ja, stimmt. Und heute Stimmt. sprechen sie. Naja, bald kommt, habe ich erzählt, eine Lego Star Wars Rise of Skywalker oder so mit allen 9 Episoden. Bin ich sehr gespannt. Sie wollen aber die alten Teile neu auflegen. Und die alten Level sind sehr schön gemacht. Relativ kurz, ohne großen Schnickschnack. In den neuen Spielen hast du dann teilweise gigantisch lange Zwischensequenzen, 20, 25 Sekunden. Und die sind sehr anstrengend. Ich hätte gehofft, sie bewahren einfach die von damals und machen dasselbe. Aber die grunten wohl wieder und haben ihre Sprache verloren. Da freue ich mich sehr drauf. Ich habe jetzt sehr lange geredet über Lego Star Wars 2. Du bist dran mit deinem zweiten Platz. Ich ärgere mich gerade ein bisschen, weil mir jetzt echt nochmal so ein paar Spiele einfallen, die ich so geil fände, die eigentlich da in diese Liste reinpassen. Monster Hunter Freedom Unite 2 oder GTA Vice City Stories Ich für die stelle mir vor, PSP. wie die Leute, die das hören, in so einem Publikum sitzen und immer, wenn du irgendwas sagst, springen so ein oder zwei auf und setzen sich dann unangenehm berührt wieder hin, weil kein anderer aufspringt. So. Du sagst, was war das? Freedom Hunter oder so? Monster Hunter Freedom Unite 2. Und dann so zwei Leute so, oh, dann lässt Okay. mich wieder hin. Doch Ja, nicht. die anderen 200 Leute gucken sie einfach nur so an. Oh, Alter, ehrlich jetzt. Halt doch die Fresse jetzt, Mann. Ja, das ist eigentlich auch Story of my life. So zwei Halt in doch die 200 Fresse. Leute, so einer von 100 findet das interessant, was ich sage. Und der Rest denkt sich so, ach komm, Alter, können wir skippen. Platz 2, Banjo und Kazooie für die N64. Das hast du schon mal erwähnt. Gibt es dazu Das. bald ein Remake? Nee, oh, schön wär's. Nee, das habe ich erwähnt in Folge, oh Gott, 1 oder 2, als es darum ging, dass die bei Smash als neue Charaktere eingeführt wurden. Oh, ja. Ja, das Originalspiel, oh Gott, aus dem Jahr 99, 2000, 2001, irgendwas sowas um den Dreh, von Rareware entwickelt. Ja, ist geil. Banjo-Kazooie bin ich halt mit aufgewachsen. Da ich meiner Mom echt scheiße gebaut. Das tut mir auch bis heute noch leid. Ich weiß es nicht mehr genau. Sie war, glaube ich, bei ungefähr 97% oder sowas, 95%. Sie hatte eigentlich nur noch den Bosskampf vor sich, hatte das fast zu 100% durchgezockt, alle Collectibles. Und da gibt es viele von. Und als, ich glaube, 3- oder 4-Jähriger wusste ich nicht so wirklich genau, was ich da mache und habe aus Versehen den Spielstand überschrieben.
Und war noch ganz stolz, weil das Intro so ist, dass die Kamerafahrt hochgeht und du dann zum Endboss kommst oder zu dem Main Villain. Und bin dann runtergelaufen, hab ihr noch ganz stolz gesagt, ey, ich bin bei der Hexe, ich bin bei Grundhilda. Und dann wurde sie so bleich, so, oh nein, oh bitte nein. Ja, ich hab alles gelöscht und das, also dass sie mich trotzdem noch lieb hat, das heißt viel. Ich glaube, in schon ihrem Herzen, böse. Ganz hinten, ist so eine kleine Gewitterecke. Ich kann es eh nicht verdenken. Alter, ne? Schwede. Echt, boah. Das ist schon ein starkes Stück. Du steckst da schon viel Zeit in so ein Spiel rein. Und puh. Ja, ich glaube, sie hat es auch seitdem nicht mehr gespielt. Also das tut mir echt leid. Ich glaube, ich habe ihr das Spiel so ein bisschen kaputt gemacht. Ja, das Leben auch, glaube ich. Ja. Ja, das ist aber eine andere Story. Nein. Okay. Ja, Banjo-Kazooie, der Originalteil, der erste Teil, nicht Banjo-Tooie, der zweite Teil, den ich mir übrigens jetzt in meinem Nostalgie-Wahn gekauft habe. Original für N64. Ja. Ja. Ich hatte immer nur Playstations. Ich hatte PS2, PS3, PS4 und halt ein DS und später eine Wii U und dann jetzt neulich eine Wii. Aber ich war nie ein Nintendo-Mensch oder Xbox schon gar nicht. Nee, Xbox. Das hat aber auch viel damit vorbei zu tun. Also ich hasse nicht die Konsole, nee, aber du guckst ja halt Sinn. In deinem Freundeskreis, was haben die Leute und die hatten alle Playstations, dann habe ich halt auch eine Playstation geholt, weil alles andere ist dumm. Ja, bei mir war es N64, mit der bin ich aufgewachsen, wie man unschwer erkennen kann. Dann kam mein Vater irgendwann mit einer PS2 nach Hause und ab da war der Weg für die Playstation geebnet. Ich habe die 3 übrigens übersprungen, die hatte ich nie. Das ist krass, das ist meine liebste Konsole. Ja, ich habe die PS2 so lange gehabt. Und habe immer PS2 gezockt, weil es halt auch super viele geile Spiele gibt. Und bin dann einfach bei der PS4 irgendwann wieder eingestiegen. Das ist witzig, weil wenn ich mit meinem Kumpel hier zocke, gehen wir inzwischen meistens auf die PS3. Wir haben viele PS4-Spiele, wir gehen meistens zurück zur PS3. Habe ich nie besessen, nie ein einziges PS3-Spiel gehabt. Ach, ich will meinen Platz 1 sagen. Hau raus. Ich ging damals mit meiner Oma. Ich glaube, es war Weltbild, aber nicht in Hildesheim, sondern in Hannover einer. Und habe da ein Spiel gekauft. Die hatten auch mal so ein kleines Regal mit PS2-Spielen und ein paar Filmen. Und es war eigentlich ab 16. Ich war 10 oder 11. Watch out, we got a badass over here. Ja, nö, war Star Wars drauf, fand ich cool. Es war Star Wars Battlefront für PlayStation 2. Und sie kaufte es mir, jojo, Omi ist gut, Omi ist toll. Habe ich zu Hause ausprobiert. Ich habe es nicht verstanden. Man läuft rum mit dem Gewehr, Grafik komisch, ist nicht wie bei Lego Star Wars. Ich habe es weggelegt und ich glaube 2 Jahre nicht angefasst. Finde ich aber auch geil, so die Bewertung. Das ist jetzt aber nicht wie bei Lego Star Wars. Nee. Ich habe es nicht kapiert, dass es ein Shooter ist. Ich kannte Shooter bis dahin nicht. Es hat mich maßlos überfordert. Ich habe bestimmt 1-2 Jahre nicht mehr reingeguckt, habe ich es irgendwann reingepackt und ab da war es vorbei. Das war es dann mal wieder komplett, würde man heutzutage sagen. Lost Torino. Es ist mein Spiel, Star Wars Battlefront. Battlefront 2 muss ich erwähnen, mit Helden konnte man das spielen, auch cool. Es ist für mich nie an Battlefront 1 rangekommen, weder grafisch noch vom Gameplay, was sich relativ ähnelt, aber ich fand Battlefront 1 viel angenehmer, aufgeräumter, sauberer. Battlefront 1. Und ich habe, ich glaube, in kein Spiel in meinem Leben so viel Zeit reingesteckt, weil wir es Tag für Tag, es gab Galaxieeroberung und hier möchte ich zu meinem Rant-Punkt kommen. Es gibt ja neue Battlefront-Teile und ich mache Anführungsstriche dazu, denn sie sind keine Battlefronts so, sie haben nichts mit Battlefront zu tun. Es ist eine Schande, was sie gemacht haben mit diesem Namen von diesen wirklich fantastischen Spielen. Das ist eigentlich übrigens der Claim, den du komplett unter EA schreiben kannst. Es ist eine Schande, was sie gemacht haben. Punkt. Wir haben es gespielt, es gab Splitscreen-Modus, so, du konntest Galaxieeroberung machen, es gab mehrere Planeten, du hast einen nach dem anderen erobert oder verloren, dann war der Gegner immer dran, ne, es gab jeweils 2 Dinge mit so Heldenboni, du musstest sie neutral stellen und dann erobern und das hat gereicht, um uns Jahre zu beschäftigen und jetzt kommt halt EA, macht Battlefront, sagt es wäre Battlefront, ich rede jetzt nur von dem ersten, was glaube ich vor 3 Jahren rauskam, es gab 4 Maps, das hält schon mal einfach, nee. In einem Spiel für 70 Euro, 80 Euro. Ist klar, dass da auch irgendwann einfach, du siehst immer dasselbe, egal wie geil das Spiel ist, irgendwann musst du noch mal ein bisschen Abwechslung haben. Es war halt Battlefield haben. Mit dem Skin. Du hast, es gab keinen Splitscreen-Modus, haben sie rausgenommen. So, damit war es eigentlich schon vorbei.
Es gab keine Galaxieoberung, du hattest keinen. Und es ist ja nicht mal schwer. Sie haben jetzt Battlefront von 2 gemacht. Sie haben es so genannt, auch wenn es nichts mit dem Original zu tun hat. Es gibt viele Planeten, bestimmt 8, 9, 10, 11, 12. Und sie müssten, und das kann doch nicht so schwer sein zu programmieren, du schaltest die hintereinander und sagst, wenn man eins gewonnen hat, darf man zum nächsten Planeten. Das ist eine Galaxieoberung. Sie haben es nicht geschafft, sie machen es nicht. Sie machen Online-Sachen, ich möchte nicht online spielen. Ich möchte einfach dieses, was ich damals gemacht habe, so. Und du kannst mir nicht erzählen, dass es schwierig wäre. Du kannst mir auch nicht erzählen, warum ist Battlefront nicht, ey, dann macht nicht Remake, dann polisht es ein bisschen, bring es für 40 Euro für PS4, weißt du? Sieht immer noch dann nicht perfekt aus, aber macht tausendmal mehr Spaß als das, was jetzt rausgekommen ist. Was die da gemacht haben, hat mich wütend gemacht. Weil sie mit diesem Slogan Star Wars Battlefront Hoffnung geweckt haben, die sie nicht mal versucht haben zu erfüllen. Ja, aber das neue Singleplayer Star Wars Game, das wird kein Battlefront, aber das geht ja schon wieder eher in die Richtung von dem, was du haben möchtest, als es dann das neue Battlefront 2 Kann man das war. Splitscreen spielen? Boah, das weiß ich jetzt nicht. Das war das Ich Einzige, weiß was gar ich nicht, ob es da wollte. überhaupt einen Duo-Modus gibt oder ob das wirklich einfach nur Singleplayer ist. Weil das jetzt hat einen Arcade-Modus, wo du so ein bisschen gegeneinander oder irgendwelche Ja, Schlachten. das jetzt war ja darauf ausgelegt, dass du online spielst, kompetitiv und dann wirklich viel Geld in die Lootboxen reinballerst. Lootboxen, alter Schwede. Also, ich Es glaube, war furchtbar. da gab es auch so einen heftigen Shitstorm, dass es bis heute der meist runtergewählte, also quasi der meist gedislikte Kommentar auf Reddit in der gesamten Geschichte der Webseite. Kann ich nachvollziehen. Ja. Hat das Spiel aber auch verdient. Und zwar echt bei weitem, also das war krass. Ja. Das war's bei mir. Du bist dran mit Es war deinem eine letzten. positive Top-Liste und dein Platz 1 war zu 80% Hate. Just Ja, saying. was haben sie auch gemacht? They massacred Ja, komm, ich hasse Leute, die sagen, oh, die haben meine Kindheit zerstört, bla 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 bla. Ich sag das zu oft. Du hast es schon zweimal in diesem Podcast erwähnt. Einmal jetzt mit Battlefront und einmal mit König der Löwen. Genau. König der Löwen habe ich gesagt, ist okay, meine Kindheit ist nicht zerstört. So, der alte Film bleibt, kommt wieder runter, Leute. Alles gut. So, der neue ist scheiße. Sorry. Und war ein Bruch für mich. Wir Ich haben. bin in ein emotionales Tief gefallen. Ich war über Jahre von Hildesheim. Puh. Ist ja nachts durch die Stadt gewandert. Hat so den alten Soundtrack sich noch angehört. Wenn man Ich kann ganz dir immer noch leise war, konnte nachsingen. Ich kann man. dir sagen, was da passiert. Die hatten für die Map, wenn eine Schlacht losging, hatten die so ein Ding, ne? So zwei vertikale und zwei horizontale Striche, die sich dann zu einem kleinen Viereck zusammenschlossen, wo dann quasi rausgezoomt wurde und dann ging das nochmal und das dreimal. Das war so ein di 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 Okay. Und das haben sie auch rausgenommen. Sie haben alles falsch gemacht. Wenn jemand in der Geschichte der Menschheit, sage ich mal, etwas falsch gemacht hat. Oh. Und das ist schon mal eine super Einleitung, um Okay. nicht Adolf Hitler zu erwähnen, dann würde ich sagen, EA bei Battlefront. Ja. Ey, es ist eine Meinung. Nachdem. Wenn ihr eine andere Meinung habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an steinwurfundglashaus@web.de und so weiter und so fort. Das haben wir jetzt ein paar Mal gemacht. Ja, ihr wisst, Ja, steht also. auch irgendwo, glaube ich. Ja, genau. Kriegt da schon hin. Was ist dein Platz 1, komm? Sei positiv. Mein Platz 1, da kann man nur positiv sein, ist Super Mario 64. Ja, Leute, ich bin mit der N64 aufgewachsen. Da gibt es eigentlich nur eine Antwort. Also, bei aller Liebe, die haben das 3D-Game revolutioniert, die haben überhaupt die Videospiellandschaft revolutioniert damit. Es ist ein unglaublich gutes Spiel. Eines, das immer noch nicht so scheiße aussieht, dass es unspielbar wäre. Du kannst es heute im Original immer noch spielen. Es gab so viel zu entdecken. Es gibt so viele ikonische Charaktere. Die Gegner sind wunderbar. Die Level sind wunderbar und abwechslungsreich. Du läufst durch das schöne Schloss. Ach, ganz im Ernst. Das ist so ein unglaublich, fast unfassbar geiles Spiel. Hat einen Grund, warum es auch heute noch so beliebt ist und warum es ist quasi das Spiel, was gespeedrunnt wird.
Das ist so quasi das Basic-Spiel, was jeder Speedrunner irgendwie mal ausprobiert, gefühlt. Wo es auch die meiste Competition gibt, wo auch heute noch wirklich der Markt floriert. Nicht nur, weil natürlich viele Leute damit aufgewachsen sind und weil es für viele Leute nun mal das erste größere Spiel ist, sondern auch, weil es heute immer noch gut ist. Und ja, das vereint Nostalgie und Spielqualität in einem und ist in logischer Konsequenz dafür mein erster Platz in dieser Top-Liste. Das hast du gerade am Ende sehr schön gesagt. Ich danke dir. Es war eine Hommage, eine Dankesrede, ja, an Nintendo. Tatsächlich, ich habe heute sehr, sehr viele Probleme mit Nintendo, aber was sie mit der N64 und mit vielen Spielen da kreiert haben, das ist Videospielgeschichte, wie sie so kein zweites Mal zu finden ist. Warst du schon mal im Videospielmuseum? Nein, aber da muss ich unbedingt hin. Das glaube ich, du klingst nach jemandem, der da hin muss. Ich klinge vor allen Dingen, glaube ich, auch nach jemandem, der, ich weiß nicht, wie groß das ist, aber mehr als einen Tag da braucht. Ich muss da unbedingt hin, ja. Ist in Berlin, oder? Ja, das trifft sich eigentlich ganz gut, weil ich die Stadt ja auch so geil finde. Das klang jetzt sehr sarkastisch, aber ich finde die Stadt tatsächlich geil. Das klang wirklich sehr sarkastisch. Ja, ich mag Berlin total, also tatsächlich. Ich finde es sehr schön. Ja, ich bin zwiegespalten, ich mag sie, aber ich hasse sie auch. Ich weiß, ich glaube, das ist aber auch Berlins Schicksal. Ist eigentlich auch schon wieder charakteristisch. Berlin will dir ja auch nicht gefallen, also ist es auch okay, wenn du es hasst. Ja, aber dafür mag ich es dann wieder. Ja. Für diese Zielsetzung. Ja, das Berlin tat nichts Falsches. Schwierig. Außer Berlin Tag und Nacht. Das war nur falsch. Immer. Alles. Ja. Da lief gestern Folge 2000. So, und mit diesem Fun Fact, der alles ist, aber kein Fun, können wir eigentlich auch alles beenden hier. Das ist aber ein Fact. Beenden wollen wir natürlich noch nicht alles, denn wir sind ja erst bei Folge 7 angelangt. Und wir haben noch große, große Pläne, die auch andere Leute erblassen lassen würden. Genau. Also Joe Rogan, Jan Böhmermann, das sind alles hier so kleine Start-up-Podcasts. Wir werden hier der richtig heiße Scheiß. Wir sind. Ich bin verwirrt. Weil das so ist, können wir in 5 Wochen, wir wollen natürlich unseren Gast auch nochmal ankündigen, Kati Flau zu uns kommen, bekannte Künstlerin und Lebenskünstlerin eigentlich aus Hildesheim und unglaublich toller Mensch. So wie wir beide es auch sind, in aller Bescheidenheit. Na gut, ich zumindest. Ich würde da ein Veto einlegen. Falls ihr Fragen habt, die ihr unbedingt mal an Kati Flau stellen wolltet oder die ihr im Allgemeinen da mal raushauen wollt, dann schreibt uns die doch. Zur Kulturszene, wie man das wird, wie man da reinkommt, wie man am besten Bücher schreibt oder sie auch nicht schreibt, wie man ein guter Mensch ist, da fragt ihr lieber den Mirko. Nee. Der hat da mal ein Buch drüber gelesen, glaube ich. Ich habe die Überschrift gelesen. Und dann hatte ich die Schnauze voll. Genau. How to be positive? Nein, komm. Echt nicht. Das Leben ist zu kurz für Positivität. Das sagt der Richtige, finde ich. Ich glaube, wir sollten uns mehr Image aufbauen. Das haben wir jetzt ein paar Folgen gelassen. Wir sollten dieses Image-Ding wieder rausholen. Weniger Real Talk, mehr Character. Das finde ich schwer. Ich bin eigentlich im Real Life schon ein Character. Ist das gut oder schlecht? Ich weiß es nicht. Das lasse ich euch zur Interpretation offen. Damn. Sehr geschickt, sehr geschickt. Glaubst du, in der Marianne Schule kann. Damals haben Leute Charaktere gespielt? Ja, ich weiß das. Ich habe auch einen gespielt, tatsächlich. Oh. Warst du so der Grufti-Nerd? Oder? Nein. Aber ich war auch nicht der ich eigentlich... Also ich glaube, eigentlich fast jeder spielt da einen Charakter. Aber glaubst du, also es gibt ja Niveaus in Schulen. Ja. Damit meine ich nicht das Schulniveau, sondern es gibt Kasten, Systeme. Coolness-Niveau. Genau. Und so Gruppen, ja. Genau, aber nicht objektiv, sondern was sich so selber sortiert. Du wirst nie erleben, dass sich eine richtig coole Frau, würde ich gerade sagen, ein richtig cooles Mädchen, aber es waren meistens tatsächlich Alter, ja, 12 bis 16, mit einem Jungen aus 2, 3 Klassen darunter begnügt, weil die halt nur in ihrer Ebene arbeiten sozusagen. Und wenn, dann nach oben schauen und dann die Älteren nehmen. Ich war gar nicht wirklich in so einem Kasten drin, ich fand es aber ungemein faszinierend, das zu beobachten, wer wo ist, wer mit wem interagiert und wer andere nicht mal mit dem Arsch anschaut. Und ich glaube, da fühlen sich viele angesprochen, weil das gab es an jeder Schule. Und das ist jetzt der Luke Mockridge-Moment dieses Podcasts.
Das kennt ihr doch alle, oder? Damals in der Schule, ne? Ich habe übrigens damals, ich war immer in einer ziemlich weit unten Kaste. Ich weiß, kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Ich als so liebenswürdiger, charismatischer Mensch. Ja, tatsächlich, geschockt. So die Klassen 5, 6, 7, da war ich jetzt nicht so wirklich weit oben in der Beliebtheitsskala. Hab's aber geschafft, durch so einen kleinen Kniff, so einen kleinen Trick, ein bisschen weiter die Lehrer hassen diesen Trick. Ah, schön. Buzzfeed. diesen Trick hört ihr nächste Folge. Schöner kleiner Cliffhanger. Nee, was war dein Trick? Mein Trick war, gib dich einfach mit älteren Leuten ab. Oh, ich hab, okay. Ja, tatsächlich. Es klingt jetzt so banal, aber es war tatsächlich so. Also, sobald ich angefangen habe, mit Leuten aus einer Klassenstufe drüber Kontakt zu treten, die können dich in diesen Kasten, in Anführungsstrichen, wenn wir jetzt mal so oberflächlich bleiben wollen, und bei aller Liebe manchmal ist es... ist die Schule nichts anderes. Ne? Es ist nun mal oftmals so. Du hast eine höhere Chance, in eine höhere Kaste, in Anführungsstrichen, in einer höheren Klassenstufe einzusteigen, weil sie dich nicht schlecht einschätzen können, als du die Chance hast, in deiner eigenen Klassenstufe eine aufzusteigen. Und wenn du in dieser höheren Kaste, in der Klassenstufe über dir angenommen bist, steigst du automatisch unten auch auf. Weil du auf einmal mit den älteren wirklich, Coolen wenn abhängst. Wenn du es als Hochhäuser betrachtest mit Etagen, dann bist du einfach im anderen Hochhaus. Ja. Du bist auf einer anderen Stufe, aber gegenüber. Und das bringt dir, glaube ich, schon viel Respekt ein. Das ist eine gute Idee eigentlich. Also es hat mir tatsächlich merklich geholfen. Ich meine, irgendwann schafft sich das Ganze auch ab und wird dann affig. So, ja. Ich glaube, so ab Klasse 10, 11 ist das also... Da haben sich die Gruppen eh gefunden und da ist ja, es auch egal. Da ist dann, da hat dann auch das eigentlich nichts mehr mit Coolness zu tun, sondern geht nur noch darum, mit wem komme ich klar und mit wem nicht. Aber es ist nun mal so, in den Klassen 5 bis 8, 9 ist das nun mal so. Und das hat tatsächlich geholfen. Das hat funktioniert. Ich würde sagen, ich war immer so kurz unter Mittel, also nie ganz unten, aber so kurz unter. Aber ich war auch Mitläufer. Ich war ungemein stiller Beobachter, der das so... Ich hatte sehr gute Freunde da oben, so, in der High Society. Man muss immer ein bisschen guten Draht haben, weil ohne Connection da wirst du nichts. So, hatte ich immer nie aktiv. Also ich habe viel mit denen geschrieben, auch hin und wieder. Du gehst natürlich nicht in der Pause hin. Du kannst nicht zu den hohen Personen gehen. Da stehst du wie ein Bettler unter den Königen. Ja, das stört auch das Gesamtbild. Ja, ich hatte da gute Kontakte und das war interessant, wie reflektiert... Also ich habe mit denen dann auch darüber gesprochen und geschrieben, wie reflektiert die das selber sehen. Also die eine zum Beispiel, sie wusste, wo sie steht. Sie wusste, wie, in Anführungsstrichen, cool sie ist. Und sie wusste, mit welchen Menschen sie zu tun haben würde und mit welchen halt niemals. Und sie wusste auch, dass sie nicht wirklich aus diesem System raus kann. Sie kann auch keinen aus dem Kasten ganz unten nehmen als Freund, mit dem sie abhängt, weil sie automatisch ganz weit runter sausen würde. Ja. Und ich fand das ungemein faszinierend damals. Ist es. Es ist auch, gerade wenn man es so von außen nochmal betrachtet, es ist so unfassbar oberflächlich. Das ist, also das ist wirklich, wirklich krass. Das ist Schule. Aber es ist ja durch die Bank weg. Überall so. Ich meine, wir reden hier gerade davon, von ein und demselben Prinzip. Wir kannten uns während der Schulzeit nicht, geschweige denn waren wir auf derselben Schule. Wir waren nicht mal im selben Landkreis zur Schule. Aber trotzdem ist es exakt dasselbe Prinzip. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn jetzt irgendwer aus Bayern zuhört und in der Schule ist oder bis vor kurzem noch war, der wird hundertprozentig das Gleiche erlebt haben. Das finde ich echt spannend eigentlich. Das sollten wir mal einen Psychologen zu einladen. Ja. Ah, der dringt dann in unsere Köpfe ein. Ich finde Psychologen gruselig. Ich finde das nicht. Find das schon ganz spannend. Die gehen in deinen Kopf. Das ist wie Charles Xavier. Okay, wir holen uns einen Psychologen, der kein X im Namen hat. Okay, da bin ich dabei. Okay. 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 Gut. Gut, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung. Nee, es war YouTube, ne? Mit Bewertung da lassen. Kommi, Favi, drückt die Glocke. Smasht den Like-Button, kenne ich jetzt inzwischen. Smash that Like-Button. Achso, nee, nur auf Deutsch. Ich bin ja wieder in dem Milieu unterwegs gewesen und die sagen das immer noch. Echt? Zerstört, haut drauf. Ah ja, ja, so, ne? Macht ihn kaputt, Zersprengt ihn. Das ist nicht originell. Mittlerweile ist es schon fast origineller zu sagen, drück auf Like, gib mir einen Daumen. Ja, naja. Ich bin da immer gern unterwegs. Ich mag das. Ja, das machen die YouTuber, die ich gut finde. Auch da beobachte ich. Ich glaube, ich bin ein Beobachter. Ja. 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 Okay. Wen ihr auch beobachten könnt, ist unseren Feed auf Instagram, wo bestimmt hin und wieder auch mal ein Bild kommt. Nicht schlecht. Ansonsten
Genießt die Zeit, habt eine tolle Woche. Wir sehen uns in genau einer Woche wieder, wenn ihr es am Montag hört. Ansonsten in kürzerer Zeit. Ja. Jeden Montag 5 Uhr morgens. Möchtest du noch abschließende Worte äußern? Ja, ich bedanke mich bei jedem, der hier zuhört. Es macht uns weiterhin noch sehr, sehr viel Spaß. Oh, jetzt ist das so ein Abonnenten-Special? 7-8 Mal sagen, wie sehr wir das eigentlich schätzen. Das heißt aber, wie groß die Liebe ist. Kein Abonnenten-Special. Community. Also, ohne euch wären wir nie so weit gekommen. Wir wären ohne euch gar nichts. Wir sind eigentlich quasi, wir sind eure Leibeigenen. Wir sind nichts. Soweit ohne die Bestätigung aus dem Internet. Nein, Quatsch. Es ist cool, dass es tatsächlich anscheinend ein paar Leute gibt. Und zwar mehr, als wir eigentlich ursprünglich erwartet hatten. Deutlich, deutlich mehr. Die sich das hier anhören wollen und die da Spaß dran haben. Und solange ihr Spaß daran habt, haben wir das auch. Und wahrscheinlich haben wir es auch immer noch, wenn ihr keinen Spaß dran mehr habt. Aber das, wir haben das Finish jetzt komplett tot gelabert. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mirko, du das auch. Wir sehen uns hören uns in einer Woche wieder. Macht's gut. Haut rein. Ciao. Steinwurf im Glashaus.